Los geht's. Hey Leute, Crimex hier und heute gibt es mal wieder die Heists, die Überfälle, meine Freunde, in GTA 5. Natürlich ist das Team wieder mit dabei. Stellt euch mal vor, Leute. Ba-ba-ba-ba. Ja, Mann! So, ich hoffe, der Livestream läuft bei euch allen. Schreibt in den Chat, ob der Livestream läuft. Sorry für die kleine Verspätung, Leute, aber passiert. GTA 5 Online hat irgendwie nicht so richtig geladen. Jetzt sind wir da, Leute, und jetzt geht's weiter. Heute Akt 3, das Finale. Und ich hoffe, ihr habt schon alle Bock, Leute. Finale. Finale. Oh. Finale. Oh. So. Jetzt geht's hier los, Mann. Jetzt geht's hier los. Aber erstmal ein Bier noch saufen. Bier. So, meine Freunde, ja, wie gesagt, es tut mir leid für die kleine Verspätung. Ich hab's gerade schon im Wir werden heute das GTA Doomsday Heist-Finale spielen. Ja, Abfahrt. Ich bin gespannt, was man kriegt hier. Digga, auf jeden Fall, wie gesagt, noch tut mir leid für die Verspätung. Oder ich denke mal uns allen tut leid für die Verspätung. Nur GTA 5 Online hat irgendwie gerade einfach gar nicht geladen und deswegen. Aber ihr seid schon mega aktiv gerade im Chat am Start. Ihr habt richtig Bock, Leute. Sonntagabend, lehnt euch zurück, Alter. Gönnt euch den Livestream. Heute Akt 3 Finale. Wir werden heute alles in die Luft jagen. Und es wird geil werden. Es wird geil werden, meine Freunde. Es geht weiter. So. Ihr seht ihn auch. Wir haben jetzt auch 4 Missionen. Wir machen jetzt hier mal ein bisschen Stimmung. Feine, Leute, ich gönne mir jetzt hier erstmal. Oh, mir ist schon wieder so warm hier wegen dieser Softbox. Gönne mir jetzt hier erstmal. Oh. Seht ihr das, wie richtig schön kalt das hier angelaufen ist? Ach ja, Leute, und da ist vorhin schon der erste VIP reingekommen. Herzlich willkommen, Johnny Testo in der VIP-Army. Johnny Testo der Johnny, ist der Boss. Digga, Philipp, ist Johnny Testo ja. VIP geworden? Ja, zweiter Account, Digga. Sag's dir. Danke, Johnny Testo, herzlich willkommen in der VIP-Army. Und annehmen. Ah, so, dann sehr geil. Hier direkt los. Wir müssen jetzt die Testanlage Informationen beschaffen, ausrüben. Beschaffe aus dem Hause eines Angestellten von Evan den Standort des Testgeländes für den... Oh mein Gott, wir müssen jetzt den Tarnpanzer klauen. Oh shit. Guck mal, da wo ich gerade mit dem Finger drauf zeige, hier. Genau. Da nimmt Tarnpanzer. Boah. Standpunkt für diesen Testpanzer. Jetzt wird hier ein Panzer geklaut, Leute. Holy moly, Digga. Leute, ich sag direkt schon mal zu Anfang des Streams... Liken nicht vergessen, ne? Immer schön liken, wenn ihr das Video seht. Und abonnieren, Leute. Ganz wichtig. Abonnieren, Kanal abonnieren, abonniert meinen Kanal, abonniert Philipp, Leute. Immer schön helfen auf dem Weg zu den 1 Million Abonnenten, Leute. Einsteigen, Jungs. Boah. Findet ihr das? Da ist ein Paulberger Fahrzeug hier. Boah, ich bin am Granatwerfer. Es geht los. Oi. Digga, fahr doch mal gescheit hier. Shadow TV, 1 € Superchat, dankeschön. Digga, du fährst, als hättest du Lack gesoffen. Mein Fahrzeug bricht zusammen. Ich glaub, der hat hier Lack gesoffen. Oh, jetzt bin ich hier vorne, okay? Okay. Ey, die Leute, dieser Buggy ist so asozial, ne? Der ist so krass. Ist er? Ist das? Digga, wo fährst du denn hin? Ja, schieß mich hier weg. Wer fährt denn da? Philipp hat schon wieder Lack gesoffen, ey. Der fährt fährt wie der Uwe. Der Surge kommt hier eh nicht hinterher. So, meine Freunde, es geht wieder los. War die Granaten für die. Soll ich mal gucken, so. Boah, was müssen wir jetzt? Wir müssen jetzt einen Panzer klauen, Alter. Wir müssen einen Panzer. Ich glaube, wir müssen erst irgendwo einbrechen. Okay, einbrechen können wir auch immer gut, weil wir sind ja die Einbruchbrüder. Einbruchbrüder. Alter, Leute, ich habe richtig gute Laune. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Und jetzt lehnt euch zurück. Oh mein Gott. Und genießt den. Oh, ja, Digga. Leute, morgen ist wieder Schule. Lehnt euch. Oh, Scheiße, Leute. Es geht los. Es geht los. Eskalation. 5 € auf Raphaels Nacken. Dankeschön, Raphael. Hey, iCrimex. Bin ein großer Fan von dir. Dankeschön. Dann sind immer deine Streamzeiten. Und eine Frage kannst du. Mich grüßen, heiße Raphael. Erstmal Gruß genauso, Raphael, danke für die Donation. Und meine Streamzeiten sind eigentlich immer unterschiedlich. Meistens streame ich abends. Es kann mal sein, 18.30 Uhr, manchmal auch 18 Uhr, manchmal aber auch 19 Uhr. Ich sag mal immer so, ab 18 Uhr geht's los, meine Freunde. Aber wenn ihr immer genau wissen wollt, wann es losgeht, dann. Ey, ist das gerade euer Ernst, Mann? Dann solltet ihr mir auf jeden Fall auf Instagram folgen, weil da kündige ich das immer schon ein paar Stunden davor in den Stories an. Aber gut, jetzt geht's hier weiter. Dreht sich schon wieder ab, Digga. Digga, ey. Hast du gerade gesehen, wie ich hier einen zerquetscht habe? Also, Philipp, muss man dir erklären, wie man Auto fährt in GTA 5? Nee, ich hab den einen zerquetscht. Glaub ich. Da war ein anderer Spieler. Ja, okay. Jetzt bam, ich kann jetzt Granaten rumballern, ey. Mit der U mit auch dabei. Ey, Leute, das ist so der Running Gag hier von diesen Heist-Überfällen. Heute Akt 3 wird fertig gemacht, das Finale. Oh. Finale.
Ich bin ein bisschen traurig, dass es zu Ende geht, weil ich muss ich sagen, hab, ich bin auch. Ey, das hat so Spaß gemacht. Also, ja. Ich bin wirklich auch ein bisschen traurig, Leute. Aber für ein ordentliches Ende, Leute, lasst einfach alle mal ein Like da. Ich schwöre auf alles, ey. Lol, da waren gerade. Warum? Jetzt habe ich auch 3 Sterne, danke. Boah, DMG. Ich baller hier rum. Ich habe gar keine Sterne. Woo! Bam! Bam! Boah, Alter. Ich muss in den Kopf. Jetzt haben wir 3 Sterne. Zum Glück habe ich gepanzerte Reifen. Ich bin ey, die Granaten sind ja schon leer. Das ist ja scheiße. Ja, ihr sollt die aufheben. Doch, ich hab keine King verbrennt 2 Euro, dankeschön. Oh mein Gott, Digga. Ich werde natürlich auch wieder am Ende des Livestreams Leute grüßen, ne? Ihr kennt mich, ich mach das immer. Deswegen, also immer ganz gechillt am Ende des Streams werden Leute gegrüßt, so. So, je. Wo fahren wir denn jetzt hin? Jetzt bin ich hier, muss ich hier rückwärts fahren, ey. So. Ey, nein, ich hab aus Versehen ausstehen getan. Oh, wow. Oh mein Gott, ich steig bei Damage ein. Da. Oh, hier ist die Straße, guck mal, die machen hier Alter. Oh mein Gott. Der Herz kommt Schuss. Toll, ey. Digga. Ey, Philipp, du hast immer noch keine Schuss. Das war auch das Auto, wo du neulich schon keine schusssicheren Reifen hattest. Alter. Ich glaube, wir müssen Philipp mal zeigen, wer das ihr seid alle traurig, ja. Ich bin auch wirklich traurig, ja, dass es heute das Ende von den Überfällen ist. Das Ende von einem sehr, sehr geilen DLC, meine Freunde. Aber heute nochmal. Das ist das neue Jules-Vehicle. Sollen wir kurz Sterne wegrufen? Ja, wär vielleicht ganz gut. Wär gut, ich mach, Fabi. Okay. Achso. Lester. Ach ja, und Leute, schreibt mal in den Chat, was findet ihr cooler? Seid ihr mehr Monster Energy Fan oder Red Bull? Was findet ihr besser, Monster Energy oder Red Bull? Ey, geht nicht. Man kann hier nicht wegmachen. Lol, wie viel Polizei ist denn bitte schön hier? In der Mission hier kann man nicht wegkaufen. Okay, let's go. Wir müssen da einbrechen. Ich hab weggekauft. Okay, sehr gut. Ja, wartet doch mal auf uns. Ja, ey, DMG, warte. Ey, schieß doch mal die Polizei ab, wir können die eh nicht wegkaufen. Digga, guck doch mal, wie viel Polizei hier ist. Ich konnte wegkaufen. Alter, wir müssen hier echt in das Haus einbrechen. Warte, DMG. Ja. Also nicht die Polizei jetzt hier hinlenken, ne, Leute? Ja, nein, das ist dumm. Ja, guck mal. Ja, warte, ich ruf Lester. Und pass auf, mach doch hier nicht so einen Lärm, da sind doch die Wachen, Digga. Die dürfen nicht alle Digga, mitnehmen. Oh, Decking, du Vollidiot, ja, schieß wieder rum. Ja, sorry, das ist gerade kaputt hier. Ich ruf jetzt gerade Lester. Ich glaube, die sind hinten. Da vorne steht doch einer vor dem Eingang. Stimmt, aber ich sag warte, jetzt warte, chill, alle. Nichts machen. Die dürfen uns nicht erwischen. Wo sind die? Die sind... Ein, oh, er hat... Wow. Oh, ey. Ja, er läuft, wieder voll mit dem Kopf durch die Wand, ey. Ey, lass mich doch durch, Junge! Oh! Wir müssen vorne rein. Hier vorne durch die Tür, Digga! Lol! Ab rein, Alter! Einbrechen jetzt! Die Einbruchbrüder sind wieder zurück! So, wir müssen einen Laptop klauen. Ich geh ins Schlafzimmer. Die Einbruchbrüder! Runter auf den Boden! Und auf den Boden, ihr Paul, einen Laptop Alter, müssen wir klauen. Hier im Badezimmer ist er nicht. Tresor, Digga. Wo ist der Tresor? Der ist in Alter, ey, wie geil ist das, dass man hier einfach in so Wohnungen einbricht? Er ist weg. Hol den Laptop. Hä? Verlasse das Haus. Aber wir haben's. Wir haben das Paket. Und abhauen, Mann, Leute. Ich muss auch alle let's go, ich muss let's go. Alle Spuren wegmachen, Digga. Abfahrt. Ich nehme ja so ein gepanzertes Fahrzeug. Was soll du trinken, also ist egal. Nimm mich mit. Raus hier. Steig ein, du Hund. Laptop zur Basis bringen, ja. Zur Basis. Okay, komm, steig ein. Okay, fahr nach Gummi. Die Gummi, ja. Okay, gut. Ja, aber das war jetzt schon öfter hier bei den Doomsday. Heißt, dass man irgendwo einbrechen musste, ne? Oh, das feier ich auf jeden Fall. Ist mega cool. Okay, oh, Leute, ab geht's jetzt, oh. Ja. Was für dich beschützen? Du bist hier im gepanzerten Fahrzeug. Aber ich hab den Laptop. Ey, wir haben Platten! Oh mein Gott. Oh mein Gott, 2 Platten. Oh mein Gott. Dankeschön, Raphael! Und nochmal eine Spende. Ich schieß die Bullen ab. Was dafür, lass den Bullen mal klauen, der hat gepanzerte Reifen. Einschaltungszeichen. Ja? Dankeschön, Raphael. Ich werd mir einen Döner auf den Nacken gönnen, Alter. Korrekt. Digga, wir haben einfach. Digga, wir haben vorne schon 2 Platten. Egal, wir ziehen durch, ja, Alter. Die sind eigentlich gepanzert von diesem Zyklus. Einfach durchziehen, ja. Irgendwie haben hier die ganzen Reifen keine Panzerung, Alter.
weiß ich auch nicht. Ich bin der Meinung, meine sind auch gepanzert gewesen, aber die gingen nach dem dritten Mal durch. Oh, oh Gott. Boah, die haben wir weggefetzt. Okay, Trick 17. Whee! Nice. Ich schneide jetzt alle. Digga, wir fahren hier mit einer Schrottschüssel ohne Ende, ey. Drive-by! Schubst ein bisschen an von hinten. Ja, Mann, mach mal. Ja, genau. Oh mein Gott, scheiße, scheiße, scheiße. Oh! Oh mein Gott! Digga! Was machst du denn? Digga, er reitet das Polizeiauto! Alter. Oh, DMG reitet den Kopfwaggon, Junge. Junge, ich kann kaum noch lenken, ey. Ich schub's an. Auf den Weg. Boah, warte mal, das sind wieder diese Spezial-Söldner-Leute. Diese in dem 6x6. Oh, sorry. Kein Ding. Aber wir müssen weiter, Wir haben es schon fast geschafft. Und da ist der neue VIP gekommen. Woo! Boah, einfach aus dem Weg. Wäre es nicht cleverer, wenn wir bei DMG einsteigen? Ja, meinte ich ja. Unser Auto ist Müll, Alter. Komm mal rein hier. Ja. Okay, kurz. Oh nein. Tot, tot, tot. Okay, okay. Schnell ein. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Okay. Der Philipp macht wieder Faxen. Egal, ich bin im Insurgent. Ich bin sicher, Leute. Die G-Klasse ist sogar getuned, ne? Weg mit dir. So, neuer VIP ist ein Crimex. Ich bin gerade selbst VIP geworden. Dankeschön. Das ist krass. Dankeschön, Max. So. Oh ja, weg mit dem Auto. Leute, ihr werdet verfolgt von den Gegnern! Mit der 6x6. Ey! Digga, du hast gesagt, Gegner verfolgen mich, also knall ich dich auch ab. Ey! Alter, jetzt alles blatt hier! Danke dafür! Junge, 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 Alter, hier ist gerade schon wieder komplett Eskalation, Alter. Ja, und das sind jetzt hier gerade. Wie viele Vorbereitungsmissionen müssen wir noch machen für den. 3? 4? Wow. Und das krasse ist, bei der letzten, Leute, bei dieser letzten Mission bei Akt 3, da sind wir in dieser geheimen Mount Chiliad-Basis. Das ist das, was ihr vielleicht auch schon im Trailer gesehen habt, wo man eben am Ende noch aus dem Mount Chiliad irgendwie rausgeflogen kommt. Und müssen wir uns durchkämpfen. Das ist mega krass, also das wird mega krass, weil jetzt, dann sieht man auch mal, was hinter diesen Türen T01 und T02 ist. Da, also ich bin auf jeden Fall mega gehypt, Leute, weil das ist einfach das Innere von Mount Chiliad. So, das ist krass. Lol, die Bullen rasten richtig aus, lasst mich jetzt in Ruhe hier. So, ich komme jetzt auch. Ich hab Cop-Auto. Digga, der Insurgent ist einfach immer noch krassestes Fahrzeug, habe ich das Gefühl, ey. Police Officer Grill ist am Start. Oh Gott. Boah. Boah, komm mal weiter. Ey, ohne Witz, ich wünschte, jemand hätte mitgezählt, wie oft wir hier während den Heist einfach runtergefallen sind bei diesem Bergweg hier. Boah, ich kann das durchfahren. Weg mit dir. Boah. Und ciao. Weg mit dir! Digga, die wollen baden gehen! Willst du auch noch dahin? Alter, jetzt Digga, ich knall die jetzt ab, Alter! Will das gehen, oder was? Knall die jetzt ab hier! Oder ein Spieler! Bullen! Nee, nee, Bullen! Ich hab grad weggekauft! Fahndungslevel! Wow, und einen Trick auch noch gemacht! So. Wie viele Der Jan haut hier einen 10er Superchat raus! Dankeschön dafür! Dann hoffe ich gleich weg! Okay, ja, ist egal, ich fall in die Basis rein, dann sind die weg! Achso. Soll ich wegkaufen? Ja, warte, ich mach schon. Den Wagen, den ich fahre, der ist durchgehend am Durchdrehen. Ja, ich kann auch wieder wegkaufen. Wem hast du denn geholt? Und so der Ole ja, Stör ist jetzt auch noch VIP. Herzlich willkommen, Ole. Ey, Leute, es geht ja hier gerade schon wieder komplett ab. So, der sieht mega geil aus. Ich hab mir jetzt ein Polizeiauto geklaut. Das ist jetzt mein neuer Wagen. Ja, Mann, Laptop abgeliefert. Ey, aber schau mal. Wir mussten schon für Lester. Mussten wir schon Festplatten von Brazzers klauen und jetzt auch noch so ein Laptop, auf dem auch noch Pornos sind. Der Lester, der alte Paul Berger. Der lässt sich nicht lumpen. Der Lester lässt sich nicht lumpen. So Leute, ich werde jetzt direkt weiter fortfahren mit der Mission. Ja, direkt, komm, wir wollen hier zur Spezialmission kommen. Let's go. Weltuntergangsmission. So, ich werde mir hier schon mal meinen Deluxe so bestellen, damit es hier gleich abgeht, Mann. Zerstöre gegnerische Waffen auf den Schrottplatz in der Grand Sonora-Wüste und stehl den Kanjali-Panzer. Oh, shit. Holy shit. Boah, das ist dieser krasse neue Panzer, ey. Hast du den goldenen Revolver noch nicht? Nein. Ey, hast du noch nicht? Nee, ist der geil? Digga, der ist richtig geil. Ich hab mir den geholt. Ja, ich weiß. Hab ich gesehen. Boah, guck dir den Panzer an, der sieht so sick aus, ne? Leute, ihr habt hoffentlich alle meinen Revolver-Stream gesehen, wie wir dieses Easter Egg hier gelöst haben, ne? Ihr seht's, wenn man den so wegsteckt, macht einfach hier diesen coolen Move.
So, achso, du hast mich jetzt eingeladen, ne? Zu der Mission, ja, muss ich jetzt hier einladen. Panzer aussieht. Dann haben wir noch zwei und dann kommt die Finale. Ach jetzt. Leute, dieser Kanchali-Panzer, das ist dieser neue Kranke, ne? Mit dieser Railgun vorne drauf. Den müssen wir klauen, ey. Oh ja, mein Gott. Oder ich weiß nicht, doch. Das ist und vor allem immer mit diesem krassen Zeichen, ne? Das sind immer so diese Asozialen. Wie Typen, diese Juggernauts, die sich unsichtbar machen. Boah, also ich glaube, das ist dieses Cliff-Vorzeichen. Ja, ja, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen heftig hier, die Mission. Nimmt all das mit der Maske hier, nimmt alle dieses Mid-Tech-Chaos. Nee, das sieht doch viel geiler Digga, aus. Nein, das ist richtig geil mit diesem Mundschutz. Digga, der Mundschutz ist voll so. Baba hier. Nee, doch. Digga, ich sehe aus wie dieser Bane oder wie der heißt aus Batman. Ja, das ist richtig cool. Du siehst aus wie ein Lappen, ey. Digga, du siehst aus wie mein linker Zeh da hinten. Jetzt laber mich hier nicht von der Seite an da hinten auf den billigen Plätzen, Alter. Dann nimm doch dein komisches Atemmaskengerät da. So. Ja, nimm ich auch. Ich bin euer Anführer, deswegen. Ja, mach doch. Ich bin hier der coole Bane. Das ist extra mit, falls da irgendwie Gift oder so austreten, dass ich da geschützt bin. Digga, das brauchen nur Pussys hier. Paul Ärger. Ja, das sieht viel krasser aus mit dieser. Und der Rico Michel, 5 Euro Superchat, dankeschön dafür. Michel, The Michel, Alter. Die Fellies. Guck dir an, ich bin so, euer Anführer. Digga, komm. Du bist mein linker Zeh, aber nicht mehr, Alter. So. Raus. Let's go! Begib dich zum Schrottplatz. Last Christmas. I give you my heart. Warum habe ich jetzt wieder dieses Schrottauto? Ich habe gerade noch den Deluxe. Nein, komm zu mir. Ich brauche einen MG-Schütze. Ja, ich werd MG-Schütze bei Philipp. Wofür habe ich gerade. Ey! Ich dachte gerade schon. Wow. Wofür habe ich denn meinen Deluxe bestellt? Let's go! Jetzt bin ich hier der MG-Schütze. Bop, bop, bop. Guck mal, der King, Digga. Der King, Alter, richtiger Idiot. Weggefetzt, Junge. Digga, er hat gar keine Chance, Alter. Überstockt. Ja. Noch mit dem Insurgent, Alter. Digga, oh mein Gott. Okay, Leute, komm jetzt. Wir müssen jetzt Konzentration machen. Wir müssen uns jetzt diesen Kanchil-Panzer holen, oder wie der heißt, Mann. Damage nehme ich mal mit. Ich komme hier nicht mehr raus. Okay. Komm, gib Gas hier. Ja, ich muss an den Insurgent vorbei. Ja. Du bist eh nicht schneller wie wir, der ist voll aufgetuned. Der Buggy hier ist echt geil, Alter. Ja, der ist ein bisschen schneller, glaube ich. Der ist richtig nice. Ja, der ist auch leichter. Weißt du, was ich geil an den finde? Was denn? Die übelst viele Tuning-Möglichkeiten bei den Masten. Ja, ich hab mir den auch gerade noch aufgetuned. Extrem, ne? Richtig nice. Da kannst du deinen Vater tunen, Digga. Warum hast du eigentlich diese komischen Taschen da vorne drauf gepackt? Schaut geil aus, Anni. Dankeschön, Rico. Ja, ich hab da vorne diese Carbon-Abdeckung drauf. Ja, weil du ein Lappen bist. Aber guck mal, jetzt können wir hier die Abkürzung fahren. Boah! Ja, geile Abkürzung. Hä? Ja, Philipp, Alter, du haust hier die Abkürzung raus, ey. Das gibt's schon jetzt, siehst du? Ja, geil. Wir gucken mal, ich teste jetzt mal, wie schnell ich damit Autos zum Explodieren bringe. Lord. Ihr seid ja so lang. Komm, Damage, gib Gas. Ach, die sind ey, schon weiter vor uns. Ja, gib mal Gas, Johnny Testo. Ey, schieß einfach vor den Autos kaputt, ja? Ja, mach ich. Dass die behindert werden. Dass die behindert. Okay. Alter. Was? Guck mal, wo die schön hier vorbei düsen, Junge. Wo seid ihr denn? Wir düsen richtig an euch vorbei. Ihr seid ja langsamer als meine Oma. Außerdem haben wir hier so ein MG50 oben drauf, oder wie das Teil heißt. Ja. Guck mal. Oh, ihr seid ja richtig schlecht. Wie hier vorbeiballern. Wir sind gleich da. Ja, ein Kilometer am Flugzeugschrottplatz. Der Flugzeugschrottplatz, da steht dieser Panzer, okay. Wir müssen jetzt immer zu dem Zeug nach Hause fahren. Den müssen wir uns schnappen, Leute. Ja, Uwe, Alter. So. Wir müssen eine Uwe retten. Ja, wir müssen eine Uwe retten. Ja, oh, ich sehe den Panzer schon, da steht er. Okay. Boah, und da vorne steht schon so ein 6x6, pass auf. Hier. Oh mein Gott! Schießt boah, warte mal auf uns. Warte, ich warte auf die anderen, bevor wir... Bevor... Setz euch mal mir ins Auto, ich hab Granatwerfer. Ja, komm, let's go. Alter. Jetzt gibt's hier Action. Pass auf, wir haben keine Teamleben, Leute. Ich will nicht, dass hier einer stirbt. Macht langsam lieber. Ja, die King, geh du rein.
Okay, okay. Komm, 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 komm. Viele sind da in der Halle drin. Die meisten sind in der Halle und der Panzer stand irgendwo da hinten. Ja, pass mal auf, ich dreh mal um und du ballerst da voll die. Was machst du denn? Doch gerade einsteigen. Du ballerst voll die Granaten da rein. Du, okay, ja, da vorne in das Tor rein, in das Tor rein. Warte, noch nicht, noch nicht, noch. Und die haben uns entdeckt, die haben uns entdeckt! Los! Boah, ballert die nieder! Boah! Boom, 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 boom. Aber nicht wenn die rückwärts langfahren. Könnt die weiter beschießen. Zerstöre die Ausrüstung. Wir müssen die komplette. Digga, wir müssen die komplette Ausrüstung da zerstören in der Halle. Ja. Genau, zwei Leute hier. Achtung, Achtung, wir bekommen hier Fettbesuch. Fetzt hier alles weg, ey. Fetzt alles weg, was ihr seht. Ja, ja, normal. Max, vorne schön frei und der King bombt die da raus. Ja, da hinten links. Hier, guck mal, hier ist rechts ist auch noch Ausrüstung. Hier, Max, hier drinne. Alter, ey, ich bin gleich tot. Pass auf, pass auf, pass auf. Oh mein Gott. Werd hier richtig. Medik, Digga. Warte, ich fahr weg. Fahr mal ein Stück weg, fahr mal ein Stück weg. Ich werd da voll angeschossen, wenn ich da oben drin sitze. Stopp, stopp. Ich geh mal kurz raus hier. Okay. Okay. Ja. Fast geschafft, Jungs. Dann geh du vorne rein, King. Ja, ja. Ich muss ein paar Snacks essen. Okay, Abfahrt. Schieß mal. Da vorne ist noch einer drin. Ja, schieß ihn mal kaputt. Okay. Warte, hier ist auch noch einer drin. Okay, nee. Dann ist der Tank, komm. Digga. Komm, dann müssen wir zu Fuß. Okay, komm, wir gehen zum Panzer. Ich übernehme den Panzer dann. Pass auf, mach mir den Weg frei. Gibt eh mehr Deckung. Oh mein Gott! Oh mein Gott, sind hier viele! Boah, sind da viele, Alter. Ach du Scheiße, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ich verstehe nicht, warum keiner als Sinkschütze reingeht. Da wird man voll echt weggeschossen, oh wenn man da oben drin Gott, sitzt. Blackjack, Digga. Geh mal hier jemand als MG-Schütze rein. Oh, ihr seid so doof, Alter. Digga, man stirbt da oben übelst schnell. Ziel, check das Alter. Doch. Check das doch, man stirbt man da mega nicht, schnell. Ja, ich fetz die alle weg, Digga, ist mir egal. Diese Hunde, pass immer auf, pass immer schön Snacks essen, Leute, und Panzerung auffüllen. Oh fuck. Nicht sterben, Bruder. Wer ist gestorben? Wie hab ich das Selbstmord gemacht? Digga. Warum? Warum? Weißt du, er stirbt noch nicht mal von den Gegnern. Das an? Er es macht tut Selbstmord. So weh. Also. Keine Ahnung, das ist einfach nur Sabotage. Sabotage, Alter. Der King ist einfach der heftigste, was Banküberfälle angeht. So, meine Freunde, Basket hier im Live-Tipp, knapp 8000 Zuschauer, Leute. Rastet hier schon wieder aus. So, und wir haben gerade erst angefangen. Jetzt geht's hier richtig ab. Wir müssen jetzt mal den Panzer holen, diesmal bitte nicht sterben, der King. Ah, immer das Gleiche. Danke, der King, für. Danke, Anton, 2 Euro, dankeschön. Grüß mich, ja, Gruß geht raus. Kann man alle klatschen? Ich will, dass der Chat klatscht. Ich will, ja, der komplette Chat jetzt diesen Klatsch-Emoji für der King, weil er mal wieder richtig gut gespielt hat. Oh, wir können jetzt alles normal machen. Oh, der King, Alter. Der King schießt hier wieder einen Bock ab. Ich fetz die alle jetzt weg, ist mir egal, Junge. Ja, schießt er jetzt einfach Granaten rein in den Scheißladen, ey. Ich werd die ganzen Schuppen jetzt wegbomben mit Granaten. Ist mir scheißegal, Junge. Victor! So, da ist noch ein Wagen dahinter, ey. Was ist denn los mit den Leuten, Alter? Hier ist noch so ein Drecksding drin. Ich auch direkt Granaten rein. So, komm, alles kaputt machen hier! Gibt's ja wohl nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der King das hingekriegt hat. Der hat sich irgendwie, wollte Granaten werfen, hat sich selber. Oh, ich werd auch angeschossen. Pass auf, wenn ihr da hinten hinläuft. Da ist noch Dings. Die machen richtig gut Schaden, Alter. Warum kann ich hier nichts? Ich dupe jetzt hier erstmal schön rein. Erstmal alles wegbomben hier. Oh, ganz ruhig da, ganz ruhig da. Der brennt auch schon. Dann können wir da hinten noch ein bisschen mal kaputt schießen. Okay, da ist der Tank. Wir müssen jetzt zum Tank. Ja, ja. Darf ich gleich Panzer fahren? Ja, kannst du machen. Oh, die alle wegfetzen hier, da. So, jetzt kommen wir mit MG hier zur Sache. Oh mein Gott. Bye, Leute. Macht keinen Ärger, macht kein Auge. Ihr zieht doch eh den Kürzeren. Wir sind Elite-Einheit Prangel-Max. Prangel-Max. Herr Prangel. Wir sind hier die heftigsten Prängler, Alter. Komm, stirb, 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 okay. Easy, Diggi. Können hier noch so viel kommen?
Okay, vor hier. Ja, vorpushen. Warte, ich stube erstmal wieder ein bisschen rein. Mach das. Erstmal ein bisschen das Gebiet hier aufräumen. So, okay, und jetzt geht's hier ab, ey. Jetzt hier Achterbahn, Leute. Wo ist der? Oh, Achtung, Achtung, hier kommt. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Oh, nicht sterben. Nicht sterben. Oh mein Gott, Alter, das war gerade richtig knapp. Passt auf, wenn ihr da reinlauft. Passt auf. Ja, man muss natürlich dazu sagen, Leute, wir spielen das auf schwer, ne? Also, das hier kein Opfermodus. Das ist kein Pussy-Modus, Freunde. Nee, wir machen das schon Hardcore. Auf Hardcore. Knut Verbrennsbauer, Dankeschön. Kannst du mich grüßen? Gruß geht raus an Knut. Also, Respekt an denjenigen, der die Challenge macht, schwer und ohne zu sterben. Ja, das ist heftig. Aber das schaffst du eigentlich, wenn das langsam schafft man, wenn man nicht so ein schlechtes Team hat, ey. Baking, ja. Ist halt okay, so okay, ich glaube. Sieht der Panzer geil aus, Alter. Gut. Da ist noch D-Kings Bruder hier. Okay, wir haben den Panzer. Nice aus. Halleluja. Alle einsteigen! Oh, sogar die Railgun! Geh hinten rein. Oh, ich bin im MG-Schütze. Oh, ich kann Granaten schießen. Ja, komm, jetzt check dir mal ein. Ey, das Ding ist so heftig ausgerüstet. Alter, ne? Da können einfach vier Leute mit. Warte mal, oh mein Gott! Oh. Tomato! Tom macht den Boden zu da, aber dankeschön. Dankeschön, Tom. Ja, so, sorry. Oh, Alter, ich dreh hier ab, Digga. Digga, der Boden war bei mir gerade Lava. Der kann ich auch nichts dafür. Deine Mutter ist Lava. Boah, die Raygun, Alter. Achtung, da vorne neuer Heli und... Boom! Boom! Und weiter geht's. Bringt zum Abgabeort. Okay, ich fahr jetzt einfach mal zum Abgabeort. Ihr erledigt das unterwegs, Jungs. Alter, Tom, du altes Haus. Dankeschön. Gruß geht raus an dich. Oh, ich hau hier den. Boah, das MG ist richtig stark. Das ist voll geil, dieser Panzer, ey. Wenn da vier Leute stark drin sitzen, Alter, das ist unglaublich. Mit Granaten und alles. Ich kümmere mich mal. Ich hab ihn. Sehr gut. Du kannst hier auch aufladen, die Railgun, das weißt du, ne? Ja, klar. Boah. Aus dem Weg hier! Oh shit, Junge. Da ist wirklich ein richtiger Panzer. Hinter uns auch noch einer. Weggefetzt, kein Problem, Junge. Ja, da kommt noch ein Heli. Soll er doch kommen, ey! Kriegt schon Shots fired, Shots fired! BAM! Aber die Helis halten zwei Schüsse mit Railgun aus, Alter. Ja, ja. Down. So, okay. Aber du hast hier noch Support, Bruder. Digga! <Geil. lacht> Ey, nicht, dass unser Panzer gleich kaputt geht. Digga, so schnell geht der nicht kaputt, Alter. Das ist ein Extrempanzer. Das ist ein Panzer aus The Next Generation. Digga, ich schnatz hier einfach alles weg, ey. Boah. Digga, der Panzer, der ist von 2200 oder so irgendwo. Ich glaube, der hat auch so. Der sieht aber so nice. Guck mal die Logos vorne drauf, ne? Das sieht so sick aus. Das ist richtig cool, ja. Schau mal, wenn man die Waffe auflädt, einfach diese Blitze da, das ist so nice. Und ey, ich schwöre, das ist der krankeste, das krankeste Kriegsfahrzeug überhaupt. Leute, gibt's eine Railgun auch in echt? Schreibt mal in den Chat, wenn ihr das wisst. Das ist ja krass, so eine Blitzwaffe. Aber könnte ich mir schon vorstellen, weil Rockstar Games nimmt sich ja so... Es könnte ja vielleicht so ein bisschen so lasermäßig sein, ich weiß nicht. Echte Vorbilder so vor, so. Lad mal nochmal auf, das sieht so nice aus. Ja. Die Blitze, ey. Dazu, Digga. Passt voll. Der Tom rastet hier außen und macht den Boden zu Lava. Digga, Tom, wo hast du eigentlich die Lava her, Alter? Lad mal auf und schieß mein Helikopter mit einer Ladung weg. Okay, warte. Ja, toll. Ja, das MG ist auch ziemlich stark rum, ne? Digga, alles ist stark, Alter. Also sag dir, wenn du damit durch die Lobby fährst, vernichtest du alles. Also da kann keiner mehr was. Strike, Alter. Das ist schon echt krank. Okay, manche schreiben gerade ja, manche nein in den Chat. Leute, ihr müsst euch entscheiden. Gibt's jetzt sowas oder nicht? Da kam gerade noch ein Superchat rein. Gucke ich auf jeden Fall gleich mal. Alle Superchats. Lasst mich mal den nächsten Heli mit aufgeladener Ding abknallen. Okay. Der schießt erstmal daneben. Ja, USA. Schreiben manche. Ja, okay. In der USA gibt's sowas, also okay. Das ist eigentlich immer so die Antwort auf alles. So gibt's das? Ja, USA. So. Ja, wenn in der USA. Ja, wenn dann nur da. Das sieht von oben so geil aus.
Boah. Eins der geilsten Panzer. Boah, mach mal First Person, Alter, da siehst du das richtig. Was? Okay, warte. Also ich auf jeden Fall. Alter, ich sehe in First Person nur dieses Panzerrohr. Und da halt die Blitze auch so voll krass. Boah. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Jo, die müssen eine ganze Armee schicken, um sie stoppen zu können. Digga, der Einzige, der so einen Panzer stoppen kann, ist so ein Panzer, Alter. Die kommen hier mit den Surges an, die rauchen hier zum Frühstück auf. Digga, das ist doch nicht... Ey, oh, fuck, sorry. Ich sollte aufhören, in First Person umzufahren. Aus dem Weg, ihr prängelt Bergs. Okay, wir sind gleich da. Ja, fast nächste Vorbereitungsmission abgeschlossen, meine Freunde. Und dann sind's ja nur noch zwei. Dann sind's nur noch zwei und dann stürmen wir schon das Finale, Alter. Ey. Das soll heftig sein. Hab ich schon aus vielen, vielen Berichten gehört. Der Panzer soll 2018 für Russland kämpfen. Was? Echt? Wo hast denn die Infos her? Sag mal, bist du vom Militär oder bist du vom Agent? Bist du vom Militärdienst oder vom Paulberger Militär? Boah, da unten. Ey! Digga, also sowas verstehe ich auch nicht, Alter. Alter. Sowas von dumm. Hä, hey, ich hab doch gar nichts gemacht. Ey. Das war knapp. Ich glaube, wir haben diese Mission erfüllt. Ja. Zertan-Panzer. Wäre die eine Person jetzt gestorben und Mission vorbei, ja. Alter. Ja, dann wäre ich durchgedreht. Nein. Hä? Ich hab hier eine Fehlermeldung. Ja, Achtung, Transaktion fehlt. Ja, ist egal. Oh, Monkey Murder ist Platin. Wow, ja. Wow, die Bosse sind natürlich hier Platin und Gold, ey. Okay, es gibt einen Prototypen, aber dann nur so ein Rohr, noch nicht so eine richtige Waffe. Decking klatschen. Decking hat's geschafft. Könnt ihr mal wieder den Klatsch-Emoji in den Chat schreiben? Klatsch-Emote. Nee, aber was? Nein, das machen wir nur, wenn Decking verkackt. Okay, dann wieder alle Klatsch-Dinge in den Chat machen. Ich mach das aus Absicht, weil er das Klatsch-Emote sehen will. Ja, moin, ich mach's aus Absicht. Sag ihm das bloß nicht. Ach, jetzt habe ich vorhin gar nicht gesehen, was ihr in den Chat geschrieben habt. Was findet ihr besser? Red Bull oder Monster? Würde mich mal interessieren, Leute. Monster. Echt? Monster, hallo? Ich bin mehr so der hallo. Ich mag Red Bull mehr. Monster ist Beste. Ich finde, Monster ist, die meisten, ist mir viel zu süß. So, also Red Bull ist so auch schon süß, klar, aber ich finde das so ich dieser Standardgeschmack. So wisst ihr, das ist so gut, also finde ich. Aber Monster ist mir teilweise ein bisschen zu viel. Hier am Straßenrand, Junge, angekommen. Erstmal wieder ein Bierchen kippen hier. Ja, saufen, Alter. So, Leute. Nächste Vorbereitungsmission abgeschlossen. Und jetzt bin ich halt wirklich mal gespannt. Ich meine, das Finale kann ja nur krass werden, wenn wir allein dafür jetzt diesen Panzer besorgen mussten, Leute. Das kann ja wirklich nur heftig werden. So, okay, ich lese gerade Chat. Monster, Red Bull. Also, ich okay. Ich glaube. Monster für zu Hause, Red Bull, wenn man irgendwo draußen ist oder so. Ja, warum? Warum das? Ja, weil Monster halt ein halber Liter ist, ey. Okay. Okay, also ich sehe gerade, Red Bull ist auf jeden Fall auch stark vertreten. Aber ich glaube, Monster lese ich gerade sogar echt ein bisschen mehr im Chat. Ich glaube, Monster ist aber irgendwie auch so ein bisschen gehypt, so wegen Monte zum Beispiel, weil er das eben auch immer trinkt. Aber, ey, ja. Was ich habe einen gefangen! Wie? Was? LOL! Ich hab oben einen NPC gefangen! Wie? Ich komm mal zu dir. Ey, der sitzt. Der will sich boxen. Der wollte sich boxen mit mir. Warte mal. Was? Wir haben Agenten gerettet und die Großteil von Elms Waffen aus dem Spiel genommen. Jetzt wollen sie, dass wir noch die Kurzstrecken-Raketwerfer ausschalten. Oh. Bevor er damit noch irgendwelche. Okay, wir sollen jetzt noch irgendwelche Kurzstrecken-Raketwerfer. Oh fuck, der ausschalten. Mit, Digga, mit seinem. Okay, wir müssen Evan und Clifford Alla! Ausschalten. Komm, Junge! Mach Boden wieder zu Lava! Junge! Sorry, kann ich aufhören. Sorry kann nie aufhören. Hast du irgendwelche Krankheiten? Ich hab mir voll mein Knie angerannt. Dankeschön, Tom, Alter. Ey, wo kriegst du immer die Lava her? Ah. Digga, dieses Lava ist so 2017. Ah, Digga, kennt ihr das, wenn ihr euch so die Knie so voll angerannt? Ja. Aber egal, dankeschön, Tom. Danke. Digga, deine Mutter ist 2017. Ey, warum müsst ihr eigentlich alle immer auf einen Haufen fahren? Mann, lasst mich doch jetzt mal in Ruhe. So. Ja, so. Neue Mission jetzt. Alter, es geht ja direkt schon weiter mit der neuen Mission. Bordcomputer.
Oh, ey, mein Knie, ja, ne? Ist gerade gestorben. Dann kommt die Final Mount Chiliad Mission. Was, das ist jetzt die letzte Mission vor Mount Chiliad? Nein, zwei. Achso, noch ja, zwei. Damit, du sperrst mich ein. Ich raste hier schon wieder aus, wenn es jetzt die letzte Mission ist. Also müssen wir dann jetzt hin? Was ist denn jetzt hier der Plan? Ich schädige den Jet. Ach, da hinten. An der Küste. Da hinten. Ist der auf dem Boden oder fliegt der? Nein, der fliegt. Der fliegt in der Luft, der Digga. Der braucht auch ein Flugzeug oder was? Nein, kannst du doch mit Ding einfach abballern, ey. Mit was? Mit deiner Mutter. Ah, einer bräuchte jetzt einfach den Deluxo. Pups. Ja, ich hol den. Aber meiner hat noch keine Raketen. Hä, man, ihr könnt doch einfach mit diesem, mit dieser Javelin oder wie das heißt, diese... Hä, hey, aber Jet, wenn der... Also, schwierig. Ich versuch mal, ansonsten machen wir mit Deluxo. Nein! Wo fliegt der denn hin, Alter? Der fliegt um die Militärbase. Um die Militärbase? Ja. Da hey, muss der ja... Hey, was macht ihr? Wir müssen okay, den Chat da kaputt machen. Wir haben schon die nächste Mission, Bruder. Oh, achso. Digga, er checkt Fahrzeug gar nichts. Ich boah, an der Mission so geht's rum. Nicht, aber ist egal, ich werde den so wegfetzt. Doch, ist... Nein! Also soll ich mir eine Hütte jetzt fliegt der... Ich glaube, wir brauchen doch ein Flugzeug, weil der irgendwie über die komplette Map fliegt hier. Warum ist meiner jetzt rausgefahren? Er ist doch verfügbar, lol. Der sagt, Fahrzeugwerkstatt ist nicht verfügbar und geht trotzdem in die Fahrzeugwerkstatt. Komisch. Ja, Logik. Nee, geht doch nicht, scheiße. Ich kann zwar reinfahren in den Avenger, aber passiert nichts. Grüße hä, also kann man den Deluxo jetzt nicht... Ey! Kann man den Deluxo jetzt nicht bestellen? Doch. Aber ich kann den nicht tun, weil ich hab noch keine Raketen getuned. Aber ich ramm den einfach weg, den Jet. Warte, ich bestell den jetzt. Warte, ich am Buzzard. Ich bestell mir jetzt hier den Deluxo und dann regel ich das, ey. So, Leute. Sehr nice. Sehr nice. Falls ihr neu Zuschauer auf meinem Kanal seid, dann vergesst nicht zu abonnieren, Leute. Immer schön abonnieren, helft mir die 1 Million Abonnentenmarke zu knacken. Und falls ihr schon Abonnent seid, Scheiße, dann immer Glocke drücken. So zum Geburtstag. Digga, ich geb dir gleich mal ein paar auf die Glocke, Alter. Hast du noch nicht die Glocke gedrückt, Leute? Dann haut jetzt auf also die Glocke. Also wer noch nicht die Glocke gedrückt hat, der bekommt einen auf die Glocke hier. Genau, ich sag's euch. So, ich hab jetzt mein Deluxo und damit macht jetzt den... Deluxo hin, der ist so hoch, der Jet. Ja, echt? Ja. Da komm ich noch nicht mal mit dem Buzzard hin. Digga, das fliegt der so hoch. Das will ich sehen, ey. Mit meinem Deluxo nehme ich den auseinander, ey. Weil da steht ja nur, beschädige den Jet. Ja, also müssen darf man ja einmal anschießen. Stimmt, oder? Gar nicht kaputt machen, okay. Also darf man eine Rakete schießen, oder wie? Ja, keine Ahnung. Ich schieße einfach mit links rauf, mit Waffe. Der kommt mir jetzt genau entgegen. Müsste er eigentlich. They see me flying. Ich seh ihn da vorne, ich seh ihn. Ja, dann kill ihn. Ich muss ihn nur beschädigen. Nein, nicht killen. Nee, beschädigen. Ich häng an ihm dran. Oh nein, er ist ein bisschen schneller. Wo ist der denn, Alter? Ich beschädige ihn, ich schieß ihn an. Mit was? Mit einer Waffe. Ist der doll hoch, mit was fliegst du, Deluxo? Ja. Ja, der ist jetzt was tiefer, eben war der mega hoch. Also ich will, mach ihn nicht kaputt, ich schieß nur mit einer Pistole drauf. Ich komm auch mit der Pistole, nimm noch MG oder so. Ich komme und unterstütze dich. Decking macht den gerade schon relativ kaputt, so. Also soll ich einmal mit dem Jet drauf schießen? Ja, einmal kurz, ja. Aber ich weiß nicht, der darf ja nicht kaputt gehen, das Problem. Versuch es. Mach lieber mit MG, mach mit MG. Oh Gott. Ein MG und dann zack, boom. Hä, warte. Ich versuch nochmal. Boah, Decking. Ich sehe euch. Ich häng an dem dran, ey. Und, hast du ihn getroffen? Ja. Hä, ich hab voll getroffen. Digga, der ist schon 1000 Mal beschädigt, okay, Alter. Keine Ahnung, was wir jetzt hier machen müssen, ey. Ja, schieß mal Rakete, Alter. Mach mal, ja. Kloppt den er. Vielleicht ist er auch so dann einfach so eine Zwischensequenz, wie der landet oder so. Keine Ahnung. Aber ich kann gar nicht anvisieren. Ja, du kannst wirklich nicht anvisieren. Ja, ist der egal, dann schießt mit Raketen, Digga. Okay, er dreht. Jetzt fang ich ihn ab, Leute. Mit MG, schießt er mit MG, Bruder. Jetzt fang ich ihn ab, Alter.
Passt mal auf, was ich jetzt hier mit dem Paul Berger mache. Schwerft, jetzt hier aus dem Deluxo kriegt er jetzt eine Haftbombe von mir in die Fresse, ey. Passt mal auf jetzt. Okay, ich hab ihn. Oh Mann, ich wollte ihn gerade eine Haftbombe abwerfen, Mann. Okay, wir müssen ihn jetzt verfolgen, Digga, bis er aufschlägt. Mann, oh, macht der mir hier einfach meine Show kaputt, Alter. Ich wollte hier so richtig so. Psch. Oh, der fliegt jetzt voll ins Wasser. Alter, der stürzt richtig ab, der Paul Berger. Der hat gar keinen Bock mehr zu fliegen. Ja, und alle hinterher hier. Alle hinterher mit Gebrüll. Mit Gebrüll, oh. Decki, wie kann man es schaffen, jetzt schon wieder zu sterben? Boah, der ist da gerade links, ich bin auf dem Berg. Der ist ins Wasser. Ja, oh, da ist die Landung. Da ist irgendwie. Okay, wir sollen das Modul aus dem Cockpit holen. Hä? Warum ist denn da ein Boot jetzt auf einmal? Egal, aber Leute, deswegen ist für diesen Einsatz. Deswegen ist für diesen Einsatz der Deluxo perfekt, weil ich kann auch hier einfach übers Wasser kleiden, damit, wie ihr sehen könnt. Ich bin einfach mit dem Jetski gespawnt, der Moin. So, okay. Yeah, irgendwas muss hier. Geht mal auf Tauchstation. So lassen, fliegt der weg. Ja, geht mal auf Tauchstation hier. Ich kann niemals so tief tauchen, Alter. Ey, es gibt doch diese Atemschutz. Wo sind die Atemgeräte? Wo denn? Interaktionsmenü. Jemand ins Interaktionsmenü, dann Invent. Nee, dann. Komm, wir überfahren dann, Fabi. Style und dann Accessoires. Fabi über. Ey, hört mal auf. Maske, ich hab ihn ausgenommen. Nee, dann Inventar und dann. Jawohl, Digga. Stil und dann Accessoires. Ja, so, meine Freunde, wir sind ja mitten in der Mission und deswegen würde ich sagen, wir machen mal ein Hashtag LegCap. Ihr wisst, was bedeutet. Hashtag LegCap in den Chat spammen und ein Like da lassen. Und das Ganze mehr, mein 3, 2, 1, meine Freunde. Rasten mal komplett aus. Wir sind aktuell bei 4000 Likes. Mal sehen, wo wir gleich sind. Ich will, dass ihr alle mitmacht, Leute. Richtig schöner Sonntagabend-Stream. Das Finale von den Heists, Leute. Macht alle mit. Hashtag LegCap in den Chat spammen und ein Like da lassen. Du tauchst du gerade Damage? Tauchst du voll die falsche Richtung, ne? Ich hab kein Atemgerät und das Jetski fährt von mir weg. Hast du ein Atemgerät, Dicking? Ja, ich hab welches. Ich versuch grad wieder auf die Straße zu kommen. Ey, kann einer mal kurz Ich hol dich ab, ich hol dich ab. Inventar, wo, was soll das denn sein bei, hier Stil und dann unter Accessoires. Ja, aber wenn du aussteigst, dann fliegt der DeLorean weg, ja, das weißt du. Accessoires und dann? Tu. Da steht direkt. Ausrüstung. Ah, ja, ich hab Atemgerät, ich hab eins. Philipp, komm mal zu mir. Ich übernehme das jetzt, ich hab ein Atemgerät. Ja, Warte, muss ich dich mitnehmen, weil der Ich geh tauchen, ich hab ein Atemgerät, okay, komm. Ja, gut, warte, ich komme. Ich kann nur einen mitnehmen, deswegen die Kinder muss ich jetzt hier zurücklassen. Ja, ich hol meine Sachen. Kein tauchen. Oh mein Gott. Ich hab 5 Atemgeräte. Ich hoffe, das reicht, Leute. Ich hoffe, das reicht. Da unten ist es. Ach du Scheiße, Leute. Der Livestream-Live-Chat hat es bei mir aufgegangen, Leute, aber danke trotzdem für den Like-Hype. Ich weiß, dass ihr mitgemacht habt. Oh mein Gott! 5 Euro Tier-Lukas-Lern, ja, Stacken, Alter! Vielen Dank dafür! Ja, mal gucken, wie lange noch. Wann kommen mal wieder Hunger Games? Voll traurig, dass es nicht mehr kommt. Nee. Hunger Games kommt bald mal wieder. Oh. Okay, ich bin unten! Ich hab's! Komm, stark rein! Oh mein Gott! Ich bin über dir! Siehst du mich? Ich leuchte hier aus, Digga. Alter, okay. Ich hab's. Bring das Modul zur Basis. Komm. Hä? Orbitalkanone. Oh, was ein Wichser! Oh, Digga, solch ein kleiner Pisser, Digga. Dieser Glock, du kleines Stück Scheiße, Mann. Der erstmal $750 Ey. Lol, ich bin auf einem Jetski jetzt in der Stadt gespawnt. Auf dem Jetski. Egal, das Modul. Wir müssen das Modul jetzt wieder abholen, ey. Oh, wegen diesem kleinen Pisser, wofür bin ich denn getaucht, Mann? Ey, was ein Hund, Mann. Oh, sorry. Was ein Hund, ey. Oh, ich war schon richtig stolz auf mich, dass ich so tief getaucht bin und dann. Ja, du bist ein richtiger Tieftaucher. Bin Tieftaucher, ey, Crimex. So, was holen wir uns für ein Auto? Ey, glockt, Alter. Hallo. Wir haben DeLorean. Have a nice day. Warte, ich hab Flugzeug. Super. Ich hol mal ein. Ach, ich fahr einen Panzer. Lol. Nicht willst du mit dem Panzer zum Wasser hin? Ins Wasser rein? Egal, ich hab noch ein paar Atemgeräte, mal. Es geht nur eins dabei drauf beim Tauchen. The King, du bist doch noch da hinten, hol es mal ab. Ja, ja, ich fahr grad dahin. Oh Gott! Digga. What the fuck?
Hol das Modul ab, ja. Digga, hör doch mal auf jetzt. Ach so, ich kann nicht töten, lol. Nein, nee, kann ich doch gar kannst nicht. Du nicht, aber fuck trotzdem mal. Deswegen würde ich ja sagen. So, ich geh jetzt das Modul holen, ey. Boah. Ja, der King ist doch gerade da hinten. Warte, warte auf mich, Max. Tschüss. Max, ey. Tschüss. Der King, du hast das Modul, ne? Alter, ja, ich hab die ganze Zeit auf dich gewartet, Max. Okay, ich nehm dich mit. Hast du nicht den DeLorean? Doch, aber der ist halt jetzt auf dem Wasser. Hä? Ja, dann bestell den doch eben. Dann bestell den doch. Ja, ja, ich bin gerade beim Modul, ich bin da gerade. Eieiei. Ach so, du fliegst da gerade mit DeLorean hin, oder was? Ja, ich bin der ist schon da und macht alles ganz alleine. Der ist schon da, ja, okay, dann flieg du das hin. Jo, Leute, vielen Dank für den Like-Hype, Alter. 6000 Likes schon, krass, Leute, krass. Wow. Ja, das ist unter Wasser wieder. Oh mein Gott. Ja, ich bin hier, hier ist es gerade nicht, nicht, dass an Land ist. Auf dem Wasser. Hä? Ja, guck doch mal. Ja, Digga, bist du doof? Decking kann man. Digga, Decking kann man nichts heißen, Alter. Ja. Ich war doch gerade unten. Ja, wahrscheinlich, oder? Ja, und wo ist es? Es ist auf dem Wasser. Ja, ja, wahrscheinlich. Du sammelst ein. Ja, mach ich doch gerade. Und ab zur Basis. Ah, so ein D-King, Alter. Das ist ein richtiger D-King hier. Also, ich bin gerade nicht geschwommen. Ich fahr schon mal zur Basis und hau die ganzen Leute da weg, die da sind. Hier, warte, dann. Achso, müssen wir es ja genau jetzt zur Basis bringen. Ja, machen wir. Mach mal. Boah, der ist richtig schnell, dieser Tank, ne? Wenn ja, der ist auf jeden Fall krass. So, und das heißt dann nur noch eine Vorbereitungsmission, meine Freunde, und dann... Ja, eine Vorbereitungsmission. Dann beginnt hier der dritte Akt. Also ich muss auf jeden Fall auch sagen, ist voll geil, wie zuverlässig Brox wieder ist. Er wollte ja schon um 19 Uhr dabei sein. Ja, korrekt. Ja, der hat irgendwie Verspätung mit der Bahn. Danke. Oh, Digga, der Typ hat immer Verspätung, Alter. Danke dafür, Brox, Digga, für den Support. Wow! Ey, du kannst ja so doll, ne? Du fetzt damit echt alles weg. Ich mal fliegen kann er. Digga, ich finde das voll geil, so Lichter über den Boden so zu schweben, weißt du? Voll geil, so. Ja, ja. Shit, nee. Kann ich schade, dass es keinen Tarnmodus für den Panzer gibt. Hast du den nicht? Nee, nee. Ja, warte, dann lass ich dich mal fahren. Oh nein, 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 oh, das war dumm. Das war so dumm, dass wir beide ausgestiegen sind. Oh nein. Oh, warte, 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 wir müssen ihn einfangen. Ey, DeLorean! DeLorean, komm jetzt sofort zurück, ey! Jetzt fliegt er weg. Boom! Warte, da vorne ist er. Oh. Alter, man sieht richtig diesen Lichtblitz. Digga, die schweben immer weg, diese Teile, ne? Holy moly, Alter. Ich weiß gar nicht, kannst du einsteigen? Nee, kann ich nicht. Fahrzeuge, Pfeffer, Freunde, so. Boah, ich bist du gleich da? Ja, ich flieg doch gerade so schnell wie es geht. Ich flieg extra mit dem DeLorean. Okay, let's go. Ganz ruhig. So, jetzt kann. Jetzt darf Fabi mal fliegen hier. Das ist auch ein DeLorean! Das ist feindlicher DeLorean! Was, wenn du mich so, ich muss sagen, was ist denn hier mit YouTube los? Warum bin ich jetzt angeblich abgemeldet? Ja, moin. Guck mal hier, da! Ja, moin, okay. Da fliegt ein feindlicher DeLorean rum. Grüß mich, ich werde. Leute, wenn. Also, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit immer noch Grüß mich lese, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, dann werde ich am Ende des Streams keine Leute mehr grüßen, okay? So, ich meine, klar. Grüß mich! Grüßen. Ist das die Vorbereitungsmission? Ja, die vorletzte. Boah, da durch, Alter. Nee, Leute, wie gesagt, also ist nicht böse gemeint. Es freut mich ja, dass ich euch damit oder dass ich so vielen damit eine Freude machen kann, wenn ich euch grüße. Aber es nervt, wenn einfach die ganze Zeit Grüß mich im Chat steht. Versteht ihr, was ich meine? Ich werde am Ende des Streams Leute grüßen und wenn ich das jetzt hier noch die ganze Zeit im Chat lese, werde ich am Ende des Streams keine Leute mehr grüßen. Weil ich mache das immer am Ende des Streams, weil ich weiß, ihr freut euch drüber, weil ich eben euch was, keine Ahnung, euch eine Freude machen will. Aber wenn jetzt hier einfach jeder die ganze Zeit fragt, dann mache ich das nicht mehr. So ganz einfach. Deswegen. Dann zu zocken geht ja online. Einfach nur fett. Und jetzt auch mit der Schatz. Nein, oh mein Gott! Das war dumm. Oh, ich dachte schon. Die ja reingemacht haben, auch mega geil. Easy. Junger Gott bin ich hier mit. Ja, komm du mal hier zur Basis, Junge. Welche zeigen wir dir, der junge Gott? Fritten Luca verbrennt 2 Euro. Hey, was geht? Dankeschön. Mir geht's gut, Fritten Luca. Hashtag Max ist ein Prängel. Du bist ein Prängel. Max ist ein Paul. Digga, warte mal. Digga, ich will was probieren. Flieg mal übers Wasser. Ja. Also so ein bisschen höher. Und dann bleibt man auf einer. Ja, also, ja, so von der. Nee, noch höher, noch. Also von der. Noch höher. Aber dann stehen bleiben im Prinzip. Ja, so ist okay, so ist okay. Nein. Nein. Nein, nein, Digga. Okay. Nein. Aber warte, chill. Ein bisschen höher, ein bisschen höher. So, ja, jetzt bleib so. Ja. Ich will gucken, ob ich mal.
Nein, man kann keinen Köpfe rausmachen, schade. Schade. Was? Wie konnte ich so sterben? Hä? Wie konnte ich so sterben? Warte, pass auf, Leute, da ist ein feindlicher DeLorean. Der schwebt über die Basis. Okay, hast du abgegeben? Ja, ich bin jetzt fast da. Oh, ich bin reingeflogen in den Kreis. Ey, voll gut. Ich bin im Bunker jetzt. Im richtigen Moment rausgeworfen. Ihr seid jetzt ready hier. Nächste Mission, Leute. Letzte Mission vor dem Hauptüberfall. Alter, der Panzer kommt echt überall hoch, ne? Das ist so krass, ey. So, warte, wir kommen jetzt. Modul abgeliefert. Okay, wir werden jetzt die nächste Mission direkt starten. Les hat eine E-Mail rausgesendet und jetzt geht's ab, Alter. Holy moly. Abfahrt, Leute. Abfahrt. Und dann kommen wir endlich in den Mount Chiliad. Ja, wir wissen jetzt endlich mal, was im Mount Chiliad abgeht. Seit Jahren weiß es niemand. Ich habe so viele ID-Zock-Videos geguckt und hab's nie rausgefunden. Luftverteidigung. Aber jetzt, heute ist zerstöre mit der Voladol mehrere Flakwerfer rund um den. Oh. Oh, jetzt müssen wir schon der erste Angriff an den Mount Chiliad. Ist das hier schon? Boah, Digga. So geil. Okay, Bruder. Wenn das hier der erste Angriff an den Mount Chiliad sein soll. Angriff an den Mount Chiliad. Ey, Mission. Hä? Mission ist geschlossen? Warum kann ich da nicht rein? Nee, warte, ich hab dich eingeladen. Ja, aber da steht jetzt irgendwie geschlossen jetzt. Sag mal, willst du mich veräppeln oder was? Ja, ich will dich veräppeln! Sag mal, bist du ein Anfänger oder was hier? Ich hab nur noch 70 Millionen auf Konto. Oh, oh, oh. Ich hab noch was am 700. Leute, wenn ihr mein Video heute Mittag noch nicht gesehen habt, checkt das auf jeden Fall mal aus. Need for Speed, neues Video, Leute. Wir haben uns ein dickes neues Auto gekauft und fett aufgetunt. Also wer auf Autos und Tuning steht, sollte mal mein Video von heute Mittag auschecken. Ja. So. The final. It's the final mission. Du musst jetzt richtig aus, Max. Wie soll ich ausrasten? Boah. Boah, Flügelmann. Alter. Flügelmann. Kommen alle orange. Wir machen alle die orangenen Müllmänner hier. Maverick. Mein Fahrzeug mache ich. Also auch mal dann für ein Fahrzeug hier nehmen. Nehmen wir mal wieder den guten alten T20. Let's go, meine Freunde. Oh, ich hab mal den LG ausgepackt, Junge. So ein geiles Fahrzeug. Die LG. Ich hab mal auch ein neues jetzt. Der LG wird ausgepackt. Ja, lass mich raten, du hast den Insurgent. Das ist richtig. Digga, das ist jetzt eine Überraschung. Ich dachte eigentlich jetzt nicht, dass du den Insurgent wieder hast, aber okay. Danke dafür. So, also jetzt so eine andere Farbe auf einmal. Er hat einfach nur Insurgents in seiner Garage stehen. Aber in jeder Farbe. Ja, ja, natürlich. Oh, shit, man. Leute, jetzt kommt mein legendärer, oh, shit, der legendäre ja. T20, Alter. Der Astronauten. Hast gedacht, dass du mein Auto klauen kannst, hey, du kleiner ich Pimmelberger. Keine Lust zu fahren. Ja, ist das meins? Guck mal, hier schau hier richtigen Paul-Walker-Wagen. LOL! Paul-Walker-Wagen? Ist das ein Porsche oder was? Ey! Ey, irgendwann, ich schwör, ich mach deinen Insurgent wieder kaputt, Fabi. Ohne Scheiß. Provozier's nicht. Ich hatte dir das vorm Stream gesagt. Provozier's nicht. Oh doch. Alter, ich wusste gar nicht, dass der LNG so abgeht. Digga, Fabi, Alter, du wirst noch sehen, ey. Ja, wir sind richtige Tuner, Big King. Ja, Mann. Mit unseren freshen Anzügen. Guck mal, Alter, das Auspuffrohr dreht richtig ab hier. Was müssen wir jetzt mal in irgendein Flugzeug klauen? Wir müssen jetzt in das Flugzeug umsteigen und dann irgendwas bombardieren, den Mount Chiliad. Wir holen uns jetzt ja diesen Bomber. Diesen also, neuen großen. Wieder ein? Keine Ahnung, Digga. Oh. Bist du nicht hin? Tschüss. Ja, guck mal, Damage denkt, er kann wieder die Abkürzung nehmen, aber ist trotzdem langsamer. Ja, also, er denkt, er hat wieder die Abkürzung 3000 am Start, ey. Ja, ja, warte ab. Ja, ja. Jetzt ist Max von mir weg und jetzt haut er die großen Töne raus, ey. Ja, Fabi, Alter. Ich hau auch große Töne raus, wenn ich neben deinem hässlichen Insurgent fahre, Alter. Er dreht direkt wieder um. Pass mal auf hier, Fabi. Wir können das jetzt so machen. Ja, sag mal. Entweder, du lässt mich jetzt mit deinem Insurgent in Ruhe, oder es gibt ein paar Pfeffis.
paar Fuffis, ja, geh mal her. Der Sound ist auch geil. Raphael verbrennt 2 Euro, ja, dankeschön. Ich wusste gar nicht, dass das Auto so fett ist, ne? Was, ein LG oder was? Ja, das halt jetzt zeig mal den LG, welcher ist das? Durch was der geil geworden? Durch Benny. Vorher konnte man den ja nicht so tun. Ach, stimmt, ja. Dass ja dieser Wagen, den es gratis gibt, ne? Ja, ja. Du hast den ja jetzt. Nee, nee, das ist ja der gratis ist. Doch, der LG ist kostenlos. Das ist der LG, der gratis ist, aber ist du hast ihn nur Dings, du hast ihn nur zum Custom. Ach, stimmt, gemacht. Ich hab den ja Retro-Custom gemacht, stimmt. Oh, sag dir nicht haha, Alter. Kleine Wichser, der. So, das war Nummer 3 von 5. Gleich kannst du dich. Gleich an, kannst du dich von deinem Insurgent, ja, verabschieden. Wenn du so richtig Gas gibst. Ja. Gleich kannst du dich verabschieden von deinem Insurgent, Alter. Das ist ein anderer Turbo. Oh mein Gott, kann ich fliegen? Ja, kannst du machen, kein Ding. Hä, Digga, wie viel schluckt der denn noch, Alter? Hä, Alter, wie scheiße ist das denn? Ich krieg doch keinen Schaden. Holy moly, guck den mal. Oh Gott. Ja, Fabi, fahr am besten direkt rein. Warte. Abfahrt! Wow. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Wir klauen ein Flugzeug. Wo läuft meiner denn jetzt hin? Müssen wir den Mount Chiliad angreifen. Alter Schwede. Boah, was ein Prängel, Alter. Du hast zwei Leute. Chest zu öffnen, okay. Hä? Hey, mach mal Ego-Perspektive. Ja, bin ich gerade. Ich sitze hier am Computer. Ich weiß gar nicht. Was mache ich denn jetzt hier gerade, ey? Ey, guck mal die Bilder. Ich kann den Bombenschacht öffnen. Oh. Weil Deking, siehst du die Bilder? Ich kann Bomben abwerfen. Die sind sexy Bilder. Jetzt ist hier Abfahrt, Alter. Also der Mensch hat hier ein paar Bilder mitgebracht. Ich hab hier Bilder von deiner Mutter, Alter. Zeig mal her hier. Okay, wir müssen die Boden aufgeschützt. Ah, jetzt. Ja, moin. Oha. Okay. Links, pass auf. Links Helikopter. Links Heli und rechts auch noch. Rechts kommt auch ein Heli. Warte, mach doch mal die Räder rein. Oh. Weg. Okay. Und ich kann diese Raketenabwehrtürme, die kann ich wegbomben einfach. Ja. Flieg einfach drüber, ich bomb die dann weg. Ja. Das Ding ist halt. Jetzt geht's hier ab, ey. Okay, los geht's. Oh shit, Digga, ich da muss. Da vorne ist der erste. Flieg gerade drüber, flieg gerade drüber. Ja. Und dann. Bomben, jetzt! Jetzt bomben! Oh, daneben! Hab ich getroffen? Weiß nicht. Nein, ich glaube nicht. Wir haben da unten auch noch ein MG. Schießt das MG unten nicht? Ihr müsst auf die Dinger hier schießen. Ich hab das MG oben. Digga, du fliegst aber auch nicht wirklich schön drüber. Da jetzt. Einfach gerade. Ja, das hat getroffen. Das hat getroffen. Einen haben wir zerstört. Ja, Mann. Ja, ich hab direkter Treffer. Digga, bist du doof? Das kann damit da. Ja, aber diesen weiten. Bomben! Digga, du musst da wirklich genau drüber fliegen, sonst kann ich da nicht die Bomben abwerfen. Hier. Ja, zu spät die Bomben losgeschickt, Digga. Ich hab noch eins zerstört und jetzt wieder. Ui! Bomben, Hagel! Ui! Ja, Mann, und noch einer ist weg. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wow! Alter. Also, ich hab grad versucht mit dem MG, ich kann die aber damit nicht treffen. Nee? Nee. Ich glaube, das kann nur ich machen mit den Bomben. Wir machen einen neuen Anflug. Jetzt hier, genau. Der kann die da auch kaputt machen. Nee. Achtung. Oder? Doch, du hast gerade eins kaputt gemacht. Ja, ich habe aber das Geschütz und abwerfen, oder? Abwerfen. Ja, hab wieder eins weg, sehr gut. Okay, also, sehr gut. Geht ja doch. Das besser, flieg möglichst tief drüber. Flieg möglichst tief drüber. Dann kann ich die nämlich besser treffen. Das Ding ist hier nicht unbedingt die beste Steuerung, das ist riesig. Ja, okay, warte, jetzt einfach so. Gerade halten und Bomben abwerfen. Zack, ja, easy weg, Alter, komm. Nächste. Da vorne, rechts, ein bisschen rechts. Ja, okay. Na, oh mein Gott, ein Flugzeug. Ah, oh, Philipp, Mann. Ich muss diesen Mann. Chill mal. Oh. Okay, hier, nimm den nächsten. Hier ist der nächste. Ja, du musst gerade halten, sonst kann ich dich abwerfen. Ja, jetzt hier. Jetzt. Easy. Sehr gut. Und hier rechts wieder. Oh, okay. Okay, warte, ich muss noch anfliegen. Naja, alles gut. Es sind jetzt noch, wie viele? Ich glaube, die meisten haben wir schon weg, oder Hälfte haben wir. 6 Stück. Sehr noch. Nice, Leute. Okay, wir haben auch kaum Schaden. Wir bekommen Besuch. Kampfjets. Holy moly. Achtung, mach gerade, flieg gerade. So kann ich... So kann ich.
Digga, der fliegt wieder, als hätte er Lack gesoffen, ey. Scheiße. Eins hab ich, zweites hab ich auch. Oh! Shit, okay, wir machen den erst da oben kaputt. Immer schön gerade drüber fliegen. Eins hab ich. Ja. Oh, Dicking war das. Okay, rechts, 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 rechts. Digga, achso, oder du fliegst zu dem ganz oben, achso, okay. Okay, 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 okay. Ja, oh. Oh nein. Wir sind gelandet, Digga. Wow. Egal, egal, lass die so mit Fuß zerstören. Ja. Was? Nein, ich kann nicht mehr fliegen. Ich kann, und ich kann, wir können nicht aussteigen hier, oder? Wow. Ja, Mission verkackt. Nee, warte doch mal. Ich kann hier nicht aussteigen. Danke dafür. Chill doch mal, Digga. Eieiei. Das gibt's doch gar nicht hier. Wie hab ich es denn nie geschafft zu landen, Digga? Ja, weil du hängen geblieben bist. Oh mein Gott. Kannst du nicht mehr Gas geben jetzt? Gebe ich. Ja, und man kann hier irgendwie auch nicht aussteigen. Ja, der fliegt du doch, du Schlauberger. Gut okay, gemacht. Lass mich fliegen. Ja, der Fabi fliegt jetzt. Keine Ahnung, ihr hättet auch raufschießen können, aber ihr seid zu blöd selber zum Raufschießen. Ihr habt natürlich mal jetzt. Naja, ich sag dazu nichts, Digga. Also, ich hab alles gemacht, was ich hätte tun können. Ihr hättet einfach raufschießen können. Mein Fehler war das jetzt hier nicht. Okay, dann schießt du einfach mal drauf jetzt, Philipp. Ja, da hat doch gestanden, dass du sogar eins zerstört hast. Ja, ey, Jungs, egal, jetzt komm, neu. Ja, aber wie du fliegst, da kann man nicht draufschießen. Müssen wir nochmal machen, scheiß drauf. Und Leute, aber vergesst nicht, dass jetzt die letzte Mission vor dem Mount Chiliad-Überfall, oder wie man es auch nennen möchte. Und das heißt, dass jetzt die letzte Vorbereitung, danach geht's hier ab. Wer geht denn jetzt zuerst da rein? Ja, nee, macht ihr. Nein. Ja. Der King fliegt jetzt. Ich bin hinten. Oh, Digga, wenn der King fliegt, okay, dann können wir gleich. Können wir gleich lassen. Danke für dein Vertrauen. Was hab ich jetzt wieder für ein. Ich weiß gar nicht, an was für einer Position bin ich denn jetzt hier? Hör auf zu klatschen! Mach mal Ego! Alle klatschen! Max, geh mal in Ego-Perspektive! Ich kann wieder Bombenschacht öffnen, ich bin wieder der Bomben-Dude! Hey Philipp, geh mal in Ego! Ja, ich weiß! Und guck mal hier! So! Du machst nix! Hey, wir können doch nichts machen! Ja, ich bin am Computer! Ja, ich auch! Oh, hinter uns! Angriff, Kamera, zu wechseln, Bomben abzuhören! Hey, ich kann immer noch nicht schießen! Eh! Achso, ja, sag doch was. Boah, ich hab unten die Kamera, ja. Siehst du, jetzt kann ich die unten abschießen. Ja, dann okay. Machen wir das. Komm, jetzt easy, machen wir das. Hier geht's perfekt rüber. Ja, wer war denn vorne unten die Kamera gewesen? Kann mir das mal jemand erklären? Weiß ich nicht. Ja, du warst unten diese Schütze gewesen. Hier, unten kommt jetzt was. Ja, okay, ich werf Bomben, Und sehr schön drüber geflogen. Sehr gut. Und weggebombt. Easy. Guck, ich kann die alle zerstören, Digga. Ja, noch eins jetzt. Gut, mehr leid. Ja, easy, wow. Digga. So machen wir das jetzt hier. Ja, der King hätte die vorne angreifen können, hat er nicht gemacht. Ey, ich bin einfach so gespannt, wie das Innere von Mount Chiliad aussieht, Alter. Leute, ich hab das noch nicht gesehen. So, vielleicht weiß der ein oder andere von euch schon, aber ich weiß nicht, wie die Base im Mount Chiliad aussieht. Zack, kratz, Bomben abgeworfen, ja, easy. Ja, ich will nur sagen, dass das vorhin die Kings seine Schuld war, ne? Die wären schon längst durch gewesen mit der Mission. Du aber bist okay. Gelandet. Digga, du hast einfach nicht auf die Dinger geschossen. Digga, ich wusste es doch nicht. Eben ja, ich hab's doch gesagt, Digga! Und du sagst, nee, geht nicht. Und dann hab ich noch drauf geschossen. Ja, und dann sagst du, nee, geht nicht, siehst du. So ein. Easy peasy, Digga. So, weg damit jetzt. Oh, da merken wir mit Anfängern zockt, Leute, tut mir sehr, sehr leid, dass hier sowas passiert. Aber, Bin halt einfach ein besserer Pilot, kann man auch nichts machen. Ja. Nee, guck mal, ich wurde mir extra vorhin so geflogen. Ja. Jungs, ist doch jetzt scheißegal, Wieder. Also auf den letzten kann man Kamikaze machen, ne? Nee, lass, mach ordentlich. Ja. Wir müssen jetzt zurückkehren. Okay, jetzt guck, kommen die Mission dauert 5 Minuten. Mit meinen Taktiks hier. Scheiße, mein Controller wird nicht. Easy! So machen wir das jetzt und jetzt. Gibt's hier die letzte Mission, meine Freunde. Mit meinen Tactics, ja, Mission dauert 2 Minuten. Mit den Tactics von den anderen 10, 30 Stunden. Digga, jetzt feier dich mal nicht so. Weil ich euch carry, das ist das Ding. Digga, wo carryst du denn? Nur weil Decking davor nicht richtig gemacht hat. Bitte einfach zu, dass der Carry von mir aus kommt. Digga, was für ein Carry, Alter.
Das ist einfach nur maximal Standard, was du hier leistest, ey. Ich sag nichts, ich carry euch. Ohne mich hättet ihr schon verloren. Ja. Alles klar, Digga. Lol, ist das Auto hier aus Stahl oder warum explodiert das nicht? Jetzt. So. Boah, wie landet der denn da? Achtung! Oh, gut. Tschüss, ich steig aus, Jungs. Ciao, wir sehen uns dann. Ey! Okay, Leute, auch mit der Mission haben wir es wieder absolviert. Was denn immer mit Rockstar Games los hier? Rockstar Games hat halt irgendwie solche Probleme. Einfach A drücken. Naja. Oder Enter. Jetzt kommt die finale Mission, Digga. Ja. Finale! Oh! Alle mal Finale! Oh! Alle mal, alle in Live-Chat. Es steht gleich überall Finale. Oh, oh, oh. Ja, Alte, laber mich jetzt hier nicht voll. Der hat coole Hosen. Okay, wir müssen jetzt auf den Anruf warten und dann ziehen wir in den Krieg. Nice, den Krieg bestanden. Der King ist Platin! Glaub's ja nicht, ey. Digga, Philipp, also von Decking kannst du dir mal noch ein paar Tipps holen. Der war ja Platin. Du warst nur Bronze. Hast du noch Nebelix, der steht hier? Finale, oh. Hey, Leute, ihr macht alles mit, ich will, ihr seid die Besten, ey. So, komm. Beste Community. Beste. Beste, beste Leben, Bruder. Die Stream-Team-Community ist die Beste. So, let's go. Seid ihr bereit? Also wer jetzt abschaltet, verpasst was, Leute. Ich muss es einfach nochmal sagen, weil jetzt sind wir hier. 5 Euro auf Postboss 1 Nacken. Dankeschön, Postboss. Yo, iCrimex, kannst du mich grüßen, Junaid? Junaid? War das Junaid dein Name? Und hat das Programm das richtig ausgesprochen? Ich grüße einfach mal Postboss. Und Gruß an Junaid. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Aber Dankeschön für die Donation und Gruß geht raus an dich. Ich grüße einfach Postboss, okay? Postboss 1. Mein Helikopter startet. Digga, der scheiß Blackscreen hier schon wieder, ey. Das darf nicht wahr sein. Das sind die Rockstar-Server. Ja. Habt ihr auch Blackscreen hier? Ja. Ja. Okay. Nein, und der Chrissy verbrennt 2 Euro. Ey, cooler Stream. Dankeschön. Chrissy. Ich würde sagen, Max, wir trinken jetzt noch das letzte Bier in der Basis. Wir kippen mal jetzt noch ein Bierchen. Ey, wie geil! Guck mal, ich hab noch. Achso, nee, ich dachte schon, das wäre ein Glitch, aber ich habe einfach nur diese Atemmaske noch auf. Ja, aber das sieht. Leute, das sieht voll cool aus, diese Atemmaske. Ich lass die auf. Es sieht so aus wie Bane, Alter, aus Batman. Komm, wir fliegen zur Base. Ja. Was hast du denn auf einmal mit rein hier. Batman, Alter? Digga, der ist. Achtung vom Propeller weg. Bist du der Vater von Batman oder was? Achso, da ist nur ein Zweisitzer hier, oder was? Nee. Doch. Passen mehr rein. Sicher? Warte mal, ich guck mal nach hinten. Echt? Nur da zwei? Mehr rein. Nee, Spinnen drin, ja. Ja. Finale. Oh, okay. Oh. Ich hör jetzt auf dann. Nee, schön, das ist gut. Nochmal alle zusammen. Nochmal alle zusammen. Zwei. Drei. Finale. Oh. Finale. Oh. Okay. Oh, warte nicht darüber. Oh Gott, ich hab die letzte Einladung bekommen. Digga, wir werden angegriffen. Das Flugzeug wird bombardiert. Oh Gott. Max ist gestorben, aber wir leben noch. Ja, ich lebe noch. Ich bin einfach rausgeflogen. Holy Forever schreibt Hashtag, ich bin 16 und muss 20 Uhr ins Bett. Oh. Oh, belastend. Also mit 16 durfte ich schon bis 19 Uhr wach bleiben. Hä? Es ergibt gar keinen Sinn. So, aber der ballert immer die Pferdis raus, ey. Aber ich schwöre, diese Atemmasken sehen richtig cool aus. Ich lasse sie jetzt auf. Leute, oh mein Gott, wir gehen jetzt alle zusammen in die Basis, Leute. Ich lade euch ein. Die ganze Zeit, bam, schafft in die Fresse, die ganze Zeit. Die Tür hat sich geöffnet, Leute. Yeah. Warte, er lädt uns in die Basis ein. Tschüss, ihr Paul Berger. Ich geh jetzt in die Base. Finale. Oh. Ich hasse iCrimex. Warum schaust du dann meinen Stream? So, Timeout ist raus. Digga, war jetzt ein Fanboy. Kleine Frage. Dann wird der doch nicht schreiben, dass er mich hasst, ey. Explos, Digga, weil es ein Fanboy ist. Der hat meine Gefühle verletzt.
So. Exposed. Gut, wir sind in der Base. Ich würde sagen, wir kippen jetzt so ein letztes Mal ein Bierchen auf die Einbruchbrüder, ja, oder? Auf die Einbruchbrüder, der letzte auf große uns, Überfall, meine auf Freunde. Uns, auf uns, auf die ganzen geilen Streams, die wir mit euch hatten. Ich werde die Zeit vermissen, ey. Das war geil. Alles. Ich werde das Doomsday wirklich vermissen. Ich werde auch vermissen. Erstmal ein paar Bierchen hier holen. Pisswasser. Alter, aber nicht hier trinken, nicht hier. Doch, natürlich hier. Oder wo hier sonst? Nein, im Raum. Im Planungsraum. Im Planungsraum. Da kommt erstmal gleich Katzen bestimmt. So, Jungs, kommt her hier. Wo denn? Wo sollen wir denn? In den Raum hier. Hier in den Raum. Gehen wir hier in, in die Bar. Dein Schlafzimmer ist jetzt unsere Bar hier. So, so. Trinken wir jetzt mal noch ein paar Bierchen. Runter damit. Digga, ich trinke durch die Atemmaske. Ich weiß nicht, Leute, ob. McFlurry verbringt 2 Euro, danke schön. Ich weiß nicht, Leute, ob wir die Mission schaffen werden. Ich weiß auch nicht, ob wir die schaffen werden. Vielleicht du. Ist das unser letztes Bier, was wir gemeinsam trinken werden. Auf die Einbruch, Brüder! Auf die Einbruch, Brüder! Ich bin der Ruf, ich bin auch da. Wer auch dabei? So, ich will noch eine rauchen. Oh, ich bin gleich voll, Jungs. Oh. Die letzte Kippe. Wir müssen uns alle richtig voll laufen lassen jetzt hier. Könnt ihr mir die Pfandflaschen wegräumen, danke. Nee, den lassen wir dir hier. Schenke ich dir, Philipp. Oh, scheiße, ich bin schon voll. Oh, ich merke den Alkohol schon. Jungs, übertreibt es nicht, wir brauchen Konzentration. Finale. Finale. Wir brauchen Konzentration. Stellt euch in eine Reihe auf. Damit geht's nicht so gut. Nur bitte. Ich leg mich erstmal kurz, in Bett rein. Meine Reihe. Ich reihe dir gleich mal woanders hin hier. Mir geht's nicht gut. Ey, aus meinem Bett! Komm raus hier! Ich kotze in dein Bett rein. Ah, komm mal rein hier. Ich hab noch mehr. Ich rauche in dein Bett. Ich rauche in dein. Junkies. Ich soll jetzt auch noch ein Bier. Das ist mir zu viel hier. Auf die Einbruch, Brüder! Alle auf. Oh, okay, komm. Oh, ich komm. Mach mal langsam, ich komm hinterher. Bleib ganz ruhig. Ich brauch noch ein Bier, warte. Finale! So richtig voll, so. Finale! So eine richtige Junkie-Truppe. Finale! Ich bin der Einzige, der noch den Durchblick. Schau mal, ich renn doch für den Berühre. Ich kann nicht mehr gerade gehen. Ich bin vom Trinken aufgelevelt. Wartet! Okay, wir fangen jetzt an, Leute. Alter, D-King, da kann ja gar nicht mehr laufen. Ich wollte zusammen rennen! Finale! Okay, ab geht's. Boah! Boah! Da! Was ist das hier im Computer? Ich brauch noch ein Bier. Ich hab nichts mehr. Alles leer. Reicht jetzt. Guck mal, reicht jetzt. Ja, wenn der Bilder so an meinem Finger riecht. So, jetzt aber genug mit dem Spaß. Das jetzt geht's hier los. Szenario, die letzte DLC-Mission. Die letzte Mission, Arc 3. Hier Munition nochmal alles kaufen, Leute. Jetzt geht's hier ab. Oh, seid ihr bereit, Chat, Mann? Seid ihr hier alle bereit? Wenn ihr jetzt bereit seid, lasst ein Like da, meine Freunde. Und schreibt mal jetzt alle bereit in den Chat, wenn ihr bereit seid. Bereit. Ihr müsst euch wirklich anschnallen, Leute. Ja, ich will, dass ihr euch anschnallt, weil sonst fallt ihr hier alle vom Sitz, Leute. Alter, ist das eine Rakete? Wir werden jetzt die Mission starten. Alter, jetzt geht's hier ab, Mann. Komm. Raketensilo ist in die falschen Hände geraten. Stürmt es, beseitigt alle Eindringlinge, brecht den Start des Sprengkopfes ab und rettet die Welt. Alter, wir müssen. Das ist unsere Mission. Boah, wir müssen die Welt retten, obwohl wir selbst Bösewichte sind. Für die Einbruch, für Einbruch, Brüder. So, jetzt geht's ja ab. Leute, nochmal vielen Dank für die ganzen geilen Streams von dem DLC, Leute. Das ist das Ende. Ich bin schon ein bisschen traurig jetzt. Wir kommen schon nicht mehr. Bereit jetzt, bereit. Komm, let's go. Oh. Ach, mit du Scheiße. Digga, mach mal die Augen zu, dann siehst du, was du kriegst, ey. Okay, Bro. Bereit. Halt, dieser Bildschirm von mir ist halt black.
Alter, oh mein Gott, komm, alle bereit, Leute. Okay, Leute, ihr müsst bereit machen. Ihr müsst alle bereit. Decking. Warte, bei mir wird das noch alles angezeigt, dieser Abschnitt zeigt für die. Ich kann auch nicht bereit machen. Oh. Ich würde gerne bereit machen. Aber mir wird alle warten auf den King. Der Plan: Begebt euch zum Tunnelnetzwerk der Raketenbasis, zerstört Avons restliche Vorräte, findet eine Möglichkeit, die Atomrakete aufzuhalten, deaktiviert Clifford und vernichtet die. Warte mal, ich dachte, Clifford wäre irgendwie unser Freund, der Computer, aber okay. Nein, der ist durchgedreht, glaube ich. Outfit: der Panzer, der Unterdrücker, der Stürmer. Ja, der Stürmer, wo ist der Unterschied? Ach, nur die Hose. Hose und Oberteil. Ah, ich mach der Stürmer hier. Welchen der Stürmer Panzer bin. Sieht geil aus, Digga. Ich kann mal für mal irgendwie ein gepanzertes Fahrzeug nehmen. Ich glaube, es wäre gut, ein gepanzertes Fahrzeug zu nehmen. Ich nehme mal den FMJ, Digga. So, wo haben wir denn hier die ganzen Paulberger? Zack, bereit. Let's go! Ich nehme den Schafter LWB. Let's go! Letzte Mission. War das ein DLC, Alter? Das war wirklich ein sehr, sehr geiles DLC. DLC. Wirklich, Alter. Jetzt haben wir, schau mal, das Teil kam Dienstag raus und jetzt ist Sonntag und wir haben jeden Tag was, ne, gestern nicht, okay, aber fast jeden Tag, haben wir da jetzt irgendwas dazu gestreamt und sogar mehrere Streams am Tag. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich geiles DLC gewesen, muss man einfach an der Stelle nochmal sagen. Und jetzt geht's hier ab. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt alle dick Munition am Start. Ja. Hä? Warte mal. Hä? Lass alle mit einem Auto fahren. LOL! Was ist denn? Warum sieht er die ganze Zeit bei mir an, Digga? Sollen wir alle mit dem Ding fahren? Alle in den Insurgent. Ja. Insurgent. In den Insurgent. Insurgent. Rein hier, Philipp. Ja. Wow! es muss ja wieder so sein. Wo ist Philipp? Nee, ich fahr mit dem FMJ, Digga. Nee, jetzt fahr doch immer mit einem Auto hier. Mach mal jetzt nicht 31er-Move. Steig mal ein jetzt hier! Oder ich baller hier die Frontschutzscheibe kaputt. Ich hab den extra hier für die Mission matt gemacht. Wow. Da mit lila Untergrund, wie ekelhaft. Richtig ekelhaft. So, ja, keiner verkacken jetzt, let's go, komm, first try die Mission. Ich lila gemacht hab für Clifford, Digga. Ah, dann denken die, du bist bei denen. Du hast lila gemacht, um deine Sexualität zu demonstrieren, Alter. So. Boah, Digga, der Wagen sieht so geil aus, ohne Spaß, Mann. Leute, gerade, ich weiß nicht warum. Warum heulst du denn, Fabian? Ich muss auch heulen, weil es die letzte Mission ist. So. Hätten wir jetzt Uwe. Der, wenn der Uwe jetzt noch dabei wäre, Leute. Das letzte Mal mit Uwe. Das wäre legendär. Letzte Mission mit Uwe. Letzte Mission mit Uwe, Digga. Der Uwe, Alter. Ich bin aber Leute, schreibt mein Chat, war die ganzen anderen Tage auch da, meine Freunde. Ich hoffe, ihr habt nichts verpasst, denn es war mega, mega, mega geil. Aber ich glaube, ihr wart schon alle dabei, habt es gesehen. Und jetzt die allerletzte finale Mission von Akt 3. Wir können ja nochmal kurz erzählen, Akt 1 war ja dieses Gebäude, dieses IAA-Gebäude, wo wir irgendwie die Festplatten rausgeklaut haben. Akt 2, das Ende, das legendäre U-Boot, meine Freunde. Das war echt richtig geil, das U-Boot. Und jetzt Akt 3 müssen wir eben in den Mount Chiliad rein und eine Atomrakete stoppen, die irgendwie die Welt vernichten will. Also, okay. Genau, wenn wir diese Mission nicht machen, Leute, dann wird es irgendwann Los Santos nicht mehr geben. Ja, Los Santos wird am Arsch, Leute. Dann müssen wir doch spielen, Digga. Da müssen wir doch alle neue Stadt. Kommt dann GTA 6. Ja. Aus dem Weg, Jungs. Was macht ihr da? Digga, Fabian. Ich warte auf dich. Wir müssen uns zusammen nach Grape Speed begeben. Grape Seed heißt das. Grape Seed. Sorry, Bro. Also, das heißt übersetzt so viel wie Traubensamen. Okay. Bester Fahrer. Digga, Fabi, das hast du gut gemacht. Das hab ich. Wir wären schon fast fünfmal da gewesen, aber. Ja, ich weiß. Ja, vor allem, er denkt immer, die Abkürzung bringt was, aber keine Ahnung, bringt nichts. Okay, ja, war jeden Tag dabei, Leute. Letzte Mission. Ich feier's, wie ihr gerade mitfühlt, Leute, ja, aber egal, Fabi, komm, das wird geil. Warte, ich erledige den Philipp hier. Ich erledige den Paul Bearer. Nix könnt ihr. Philipp, hast du einen Schuss sicheren Reifen? Klar, der Schuss sichere Reifen, ey. Der ist ein Tarnkappenauto, was ich hier fahre. Der goldene Revolver, ey, beste. Ich will bei der Mission einen mit dem goldenen Revolver töten. Das ist dein Ziel? Ja. Und natürlich die Welt retten. Ja, wir schaffen die Mission da nicht, weil Max schon wieder trollt. Digga, wegen mir sind wir in den gesamten Tagen nur einmal gescheitert. Wegen dir? Jetzt ohne Scheiß.
Ich hab, ich hab einmal gefailt in den ganzen Tagen. Ich schwör auf alles, Du warst doch der Erste, der hier im gepanzerten Auto saß. Boah, Leute, schreibt mal im Chat, wie ihr mein Auto findet. Ich finde das so geil, Alter. Das sieht irgendwie so nice aus. Das Auto ist geil, aber warum denn lila, Digga? Also ich finde, die Untergrundbeleuchtung passt gar nicht zu der Farbe. Ich bin ein Grimex und hab nur was zu meckern. So, let's go, meine Freunde. Die letzte Mission hat gestartet. Schon die Lichter sehen auch so nice aus. Was müssen wir jetzt mit diesem Panzer machen? Du müsstest jetzt bestimmt bis da oben fahren. Ja, Philipp, du bist vorbeigefahren. Das macht aber nichts. Ich wollte gucken, ob ihr euch das auffällt. Oh, Digga, Fabi, Alter. Lass uns mal einen Panzer fahren, Max. Ja. Oh, shit. Alter! Die Lackierung sieht so geil aus von dem Panzer, ja, oder? Ja, dieses machen, schwarz und lila den irgendwie, lila. Ne? Ist echt nice. So, steige ich hier mal ein. Und die Bosse sind jetzt hier im Panzer unterwegs, ey. Ich bin jetzt am Granatenwerfer hier. Was ist denn besser, der Granatenwerfer oder das MG? MG. Ja, warte, Philipp. Ah, warte, lass mich vorne einsteigen. Ey. Nee, du musst neben mir einsteigen. So. Okay, dann let's go jetzt. Nee, wir sollen, wir müssen ein Team auswählen, Digga. Wir können nur ein Fahrzeug nehmen. Lass den Panzer nehmen. Der ist geiler. So. Ja, klar, ja. Dann auf jeden Fall Panzer. Steig hinten ein. Ey, bei mir ist schon offen. Scheiße. Einfach hinten die Tür auf, ja moin. Ich glaube, wenn man den Barrage gibt, ist mehr Geld, aber der Panzer ist geiler, ist mir egal. Ich habe eh Unlock-Roller, ich brauche kein Geld mehr. Ja, Mann. Macht die Mission noch Spaß. Wenn man halt nicht aufs Geld achten muss. Okay, und jetzt fahren wir mit dem Panzer direkt hier zu Mount Chiliad. Ne, warte, also hier quasi in diesem Tunnel. Das ist der Tunnel bei Mount Chiliad, wo auch diese Tür T01 und T02 ist. Oh, Alter, krass, Mann. Ich will, Digga, das seit Beginn von GTA werden wir jetzt in den Mount Chiliad reinfahren. Wie krass ist das, Leute? Das wird so nice. Digga, kein Mod-Menü hat's geschafft. Fühl mich gerade genau, niemand Robert, wusste, Alter. Was unter der Tür ist. Leckt übelst, kann gar nicht sein. Das werden wir jetzt erfahren. Endlich das Sequel von Mount Chiliad, Alter. All die Jahre. All die Jahre, ja. Die ganzen Videos. Die ganzen ID-Zock-Videos mit den ganzen Theorien, Leute. Heute lüften wir das Geheimnis. Und heute wissen wir, dass das alles nicht gestimmt hat. Jetzt muss man ihn alle deabonnieren. Nein. Ey. Ey, sowas sagen wir hier nicht. Digga, der Dicking, der will hier immer Hass schüren, Alter. Hör mal auf, ihr. Richtig gemein, ey. Du bist ja voll gemein, Alter. Der arme Robert. Der arme Robert, oh mein Gott, mit dem dicken Panzer in den Mount Chiliad. Ey, aber schau mal, ist dir schon mal aufgefallen, wie krass das Logo leuchtet jetzt nachts? Ja, das sieht ist so geil. Das übelst. Ich will auch dieses Logo, das sieht richtig geil aus. Ich würde mir so wünschen, dass man sich das Logo irgendwie freischalten kann und auch seine Fahrzeuge rauspacken kann. Ja, das wäre mega geil. Ich würde mir wünschen, dass man sich das Logo direkt auf die Eichel tätowieren kann. Max muss direkt übertreiben. Ich übertreibe direkt, Alter. Familienfreundlich, by the way. Oh. Ja. Ich meine natürlich die Eicheln, die man im Wald sammeln kann. Vom Eichelbaum. Ja, ja, ich weiß nicht, was ihr dachtet, aber. Keiner kann es stoppen. Unstoppable! Letzte Mission, Leute. So, meine Freunde, für all die jetzt noch nicht geliked haben, lasst mal noch ein Like da für diese letzte Mission. Für Push das Ganze mal raus. Rast hier schon aus, oh, Leute. Ist der Tag der Wahl. Ich bin aufgeregt. Seid ihr auch aufgeregt? Ja. 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 Also ich will ich jetzt schon wissen, was da ist. Schlafen, Alter. Also beim U-Boot war ich aber tatsächlich ein bisschen aufgeregter. Echt? Ja. Digga, wir müssen hier die Welt retten. Ja, und davor mussten wir in ein U-Boot reingehen. Weil da drin ist eine Riesenbombe. Ja, eine riesige Rakete, nuklearer Sprengkopf. Auf Los Santos gerichtet, auf die Stadt. Und wir lass mal Los Santos kaputt machen, da kommt vielleicht GTA 6 schneller. Ja, stimmt! Stimmt! Wenn Los Santos kaputt ist, muss ja GTA 6 kommen, oder? Vielleicht kriegen wir eine Map-Erweiterung, wenn GTA jetzt kaputt ist. Wäre so unlogisch. So, ich gucke jetzt hier mal kurz.
Okay, wir sind 200 Meter, wir müssen uns konzentrieren hier noch. Okay. Ab geht's. Let's fragen, go! Da fragen welche, ob wir Streit mit ID-Zug haben. Nein, das ist Nein, das ist nur Spaß, Leute. Aber nur weil er halt oft solche Theorien so gemacht hat. Wisst ihr, so Easter Eggs und so. Aber jetzt geht's ab! Ja, keine Ahnung, mein Controller, der backt rum. Kannst du mal ganz kurz warten, Nein, Damage, wir haben nicht so viele Dings. Warte mal ganz kurz. Nein, haben wir nicht. Nicht. Okay. Also Leute, weil irgendwie gerade manche geschrieben haben, es würde lecken. Ich habe meinen Livestream gerade auf dem Handy aufgemacht und es leckt gar nichts. Und ich sehe das auch bei mir nicht. Das ist ein Prank, Digga. Deswegen, nein, also wenn, falls es bei manchen leckt, dann drückt einfach F5, tut die Seite mal neu laden oder so und dann geht das. Es geht los, Leute, es geht los, die letzte Mission startet. Oh mein Gott, wir sind hinter der Tür. Wir sind gerade in die Mount Chiliad. Wir sind gerade in die Mount Chiliad Tür reingelaufen. Warte, chill mal, hör mal auf zu fahren. Ich will auf die Karte schauen. Warte, kann man gerade nicht. Was ist das denn jetzt? Kannst nicht drauf gucken, die ist eine. Oh ja, kann man nicht drauf. Aber wir sind im Mount Chiliad drin, Leute. Wir sind. Oh, 10.000 FC, Leute. Dankeschön, korrekt. Wir sind im Mount Chiliad drin. Okay, komm, let's go. Abfahrt. Warte, Philipp. DMG hat Bock hier im Tunnel. Alter, das ist der Mount Chiliad Tunnel. Jetzt geht's hier ab. Jetzt geht's rund, Junge. Boah, sieht halt mega geil aus. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird die Stadt zerstört, Bruder. Boah, ist ein Gegner. Digga, wollen die, dass hier die Welt zerstört wird? Was sind das für Typen? Warum kämpfen die denn für die? Jetzt wird alles hier niedergemacht. Lalalalala. Bah. Digga, ey, mit dem Panzer kann man halt eigentlich echt nicht gestoppt werden, so, aber. Einbruch, Brüder! Ja, Mann, Einbruch, Brüder, retten die Welt! Wir brechen selbst in einen Berg ein. Aus dem Weg hier! Wir fahren in den Mount Chiliad. Das ist ein epischer Moment, Digga. Das ist echt episch, Alter. Alter. Boom. Oh, was? Ich finde das echt mega, mega krass, wenn man so bedenkt, dass einfach jetzt ein DLC rausgebracht wurde, wo es einfach in den Mount Chiliad reingeht. Aber gut. Das hätte man sich damals niemals erträumt. Nee, echt nicht. Ja. Davon hat also ich dachte echt nicht, dass wir irgendwann mal da reinkommen werden. ID-Zock wusste es halt damals schon. Jungs, wir hätten einfach mal ID-Zock fragen müssen. Der hat es schon gewusst, schon immer. Ich glaube, ID-Zock steckt hinter der ganzen Sache. An der Stelle natürlich no hate, Leute, ist alles Spaß. Okay, da vorne ist irgendwie ein größerer Raum. Wir haben uns den Weg frei, Leute, das ist easy peasy. Ja, also bis jetzt war das echt noch keine Schwierigkeit hier. Aber gleich werden wir den Panzer verlassen. Oh shit. Kann ich im Panzer bleiben? Könnt ihr mich später abholen? Oh. Okay, hier können und wir aussteigen. Oh mein Gott, diese MG-Spastis! Oh shit! Alter, das sind diese Kranken hier. Okay, und aussteigen. Ich glaube, wir müssen hier zu Fuß weiter. Okay, wir müssen aussteigen. Okay, Leute, checkt erst eure Waffen. Geht ins Waffenrad und nehmt erst die guten Waffen. Alles. Okay, Panzerung ist da, alles. Okay, let's go. Push den Laden, Alter. Nehmt den Laden auseinander. Okay, Leute, jetzt geht's runter. Oh. Ja, wir pushen die Scheiße hier. Wir retten die Welt, Junge. Dafür wurden wir gerufen. Ja. Das ist unsere Bestimmung. Los Santos zu retten. Und jetzt retten wir die Welt. Die Einbruchbrüder, Digga. Boah, warte, wo geht's denn hier rein, Alter? Was ist das? Das ist ein Bunker oder so hier. Alter. Alter, zeig mal. Hä? Wow. Warum nimmt der nicht die Waffe? Wow, hast du... Und Max hat vor der Mission noch angegeben, ey, wir haben die ganze Zeit, die ganze Zeit. Okay, toll, jetzt bin ich halt zweimal gestorben, super. Ja, aber in der wichtigsten Mission, Digga, das ist der Unterschied. Sorry. Ja, jetzt ist die Welt zerstört, Digga. Alter. Jetzt kommt wenigstens vielleicht mal GTA 6 raus. Ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt überhaupt noch retten können. Tut mir leid, Leute, sorry. Wow, Digga. Wir hätten Chris gebraucht. Bei mir ist aber dieser Waffenrad-Bug. Immer wenn ich eine Waffe will, dann hat er die doch nicht in der Hand. Das ist voll behindert. Boah, und ich hasse diese Leute da jetzt. Nein! Oh. Oh. Ja, dann steig doch einfach kurz den Panzer ein. Chill doch. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, schießt jemand Panzer. Oh mein Gott, Digga. Leute, sorry für den Tod gerade, aber passiert, mein Gott. Ich lasse immer eine Schokolade hier. Das passiert auch den Besten.
Das passiert dem Besten. Hä? Wow. Von wo, Digga? Wow. Hä? Wow. Wow. Wollt ihr mich verarschen? Zweite Mal krass, ist die Welt Digga. Zerstört worden. Krass. Oh. Krass, was hier gerade passiert, das ist echt krass. Und alle klatschen im Chat. Oh mein Gott. Das ist echt krass. Nicht in mir. Okay. Ist das jetzt die Absicht, oder? Digga, ich will den Stream in die Länge schämen, pushen. Ey. Digga, ich schäme mich auch gerade, ehrlich, Mann. Ey, fuck, ey, das gibt's doch. Hä? Ich bin nie gestorben, ich bin der Beste. Ich hab nicht gesagt, dass ich der Beste bin. Okay, ich mach jetzt ganz gechillt, Leute. Ich werde nicht mehr sterben. Jetzt immer ganz gechillt. Erstmal ein bisschen reintuben, so. Nee, echt, sorry für die Tode, aber keine Ahnung. Okay, weiter, vor. Lauft ihr mal vor, ich gehe nicht mehr so schnell. Ich weiß, Leute, es war gerade ein Riesenfail, okay? Oh Mann, und das ist mir auch peinlich, hier gerade vor 10.000 Leuten so zu verkacken. Oh, wir bomben hier alles weg, Alter. Easy, Leute, so muss sein. Jetzt fängt hier mal Profi-Gaming an, Standard-Skill easy. Pass auf, renn nicht so weit vor, nicht, dass du wie ich stirbst. Oh mein Gott, die künstliche Intelligenz redet mit uns. Ich zieh mal Panzerung, ne? Ist irgendwie noch Panzerung oder so? Nee, Digga, ich hab auch keine Panzerung mehr. Wir haben richtig kranke Panzerung. Ja, die sind richtig. Guck mal, wie die aussehen, oh, Alter. Achtung. Boah. Die sind auch ausgerüstet mit dieser künstlichen Intelligenz. Ja, Mann. Okay, wir müssen weiter durch den Tunnel. Und zum Herzen von Mount Chiliad kämpfen. Pass auf. Ich mach Sperrfeuer. Okay, ich tube rein. Nachladen. Weiter okay, vorrücken. Ja, lass zwei. Lass erstmal links laufen. Erstmal links. Ja, lass erst links. Ja, wir müssen uns aufteilen in zwei Teams, meinten wir. Ja, okay, so. Dann gehe ich rechts an. Ich bin links. Wer ist bei mir links? Okay. Oh Gott, das ist Noob-Team, mein Gott, hier rechts zuerst rennen. Wir müssen erst rechts rein. Was für das Noob-Team hat man denn im Maul, Junge? Stimmt, ach, wir müssen. Was ist hier drin in den Boxen? Ich zerstöre nicht. Die Vorräte, Digga. Okay, warte. Wie viel halten die dann aus? Oh. Danke dafür. Was war das gewesen? Philipp! Ist das ein... Oh, Leute, ja, was auf die macht Boxen, ihr die denn? Boxen explodieren irgendwie, keine Ahnung warum, er aber... steht davor und schießt auf die Box. Ja, aber ich dachte, die halten ein bisschen mehr aus. Philipp. Also, das ist ja jetzt was bei der letzten Mission. Leute, alle mal abonnieren, ey, komm, sorry. Aber jetzt wirklich keinen, jetzt nicht mehr verkacken, Alter. Wow, jetzt, wieder von vorne. Alle guten Dinge sind vier, deswegen komm jetzt. Warte, wir haben auch für die letzte Mission so lange gebraucht. Damals bei den Heiß-Missionen. es tut mir leid, komm. Gut, komm. So, weiter, vor. Ey, passt mal auf, ihr habt keine Panzerung an, ne? Wenn die Mission startet, ihr habt keine Panzerung an. Ja. Ach. Zieh mir was Neues, Digga. Okay, weiter vor. Okay, lass vorrücken, wie wir gerade eben. So in einem Team und jeder immer so ein bisschen vorgeschossen. Das war voll gut. Ja. Okay. Immer langsam. Nachladen. Okay, also diesmal die Ausrüstung, Leute. Granate reinwerfen oder so. Granate rein. Okay, also Decking ist wieder links. Ja, okay. Achtung! Okay, let's go. Ja,
Hab ihn. Oh, danke, Max. Okay, pass auf, mach langsam. Ich werde erstmal ein bisschen reintuben. Keine mehr verkacken jetzt, Jungs. Nein. Okay, wieder ein bisschen vor. Okay, wir können vor, Digga. Ach, nur das danach. Okay, mach langsam Decking. Hier sind irgendwelche Spezialflugzeuge. Okay, hab ihn weggesprengt. Weiter. Alter, okay, und wieder, warte, chill. Boah, wieder redet, Junge. Kurz abwarten. Ekelhaft, ey. Gib mir Deckung, ich geh wieder weiter vor. Bäh. Okay. Oh, pass auf, von wo? Achtung. Von vorne. Was los denn? Sehr gut. Ja, ich wurde auch einmal angeschossen, deshalb. Ich hab hier schon den nächsten Raum. Hä, DMG ist doch gestorben. Ah, ne. Hä, gar nicht. Achso, ich dachte schon. Warte mal. Ich werde gerade von irgendwas angeschossen. Chill. Warte, was ist da hinten? Ist da noch ein Vorrat? Ich glaube, hier ist nichts mehr, aber lass trotzdem gucken. Ach, da vorne ist er. Hier im Raum? Was hier ist nichts mehr, der Rest ist bei dir an. Hier müssen wir rechts lang, Digga, hier. Okay. Warte, habt ihr da irgendwas vergessen? Achtung, geh weg. Ihr habt, glaube ich, einen Vorrat vergessen. Leute. Was, bei uns? Bei uns? Wir waren ja, hinter euch. Achso, okay. Euch. Warte, am Anfang. Lass mich den mal zerstören, Digga. Ja, ich komm. Damage, wo bist du denn? Komm. Safe dich, Digga. Ich hab das Gefühl, ich kämpfe die ganze Zeit alleine. Also Leute, ne, ich sag mal, wenn ihr zuschaut, dann denkt jetzt vielleicht, das ist mega easy, aber glaubt mir hier, wir spielen das auch auf schwer, das ist echt nicht so einfach, hier reinzustürmen. Ach, hier war der in dem Raum. Warte, meist Haft vom Raum. Warte, ja, mach ich. Oh, da kommen Juggernauts. Nimm Raketenwerfer. Ist zerstört. Decking, mach langsam, renn nicht allein zuvor. Hast du Panzerung voll? Nee, ich hab gar keine Panzerung mehr. Oh, dann warte, chill doch. Ja, aber wir müssen Philipp helfen, Juggernauts, wir kommen da gleich. Achso. Ja, alles gut, Digga. Ich und, Ich will, dass niemand jetzt irgendwas überstürzt. Och. Ey. Der Juggernaut, zwei Leute haben auf mich geschossen. Ich hab den nicht gesehen. Ja, du sagst es noch, Digga. Das war komplett schwarz da, ich hab auch, der wäre dahinter, sorry. Ey, das ist doch nicht normal. Sind die Unsichtbaren, oder was? Der Mensch, sind das die Unsichtbaren? Ja. Das sind die Unsichtbaren. Ey. Oh, Mann, ey. Das waren nicht die Unsichtbaren, oder? Doch, das waren die Unsichtbaren. Als ob, dann bräuchten wir doch die Brille wieder. Das stimmt, Digga. Was laberst du für eine Scheiße, Alter? Ja, natürlich waren das. Ey, Jungs, hört mal bitte kurz zu. Ich hab das Gefühl, jeder will immer möglichst schnell und auf Kills gehen. Mach doch einfach langsam. Einfach langsam. Lauft lieber, keine Ahnung, ein bisschen chilliger, aber nicht sterben dabei. Ich nehme jetzt Minigun wieder. Deking brennt. So, fetzt die alle weg, Digga. Fetzt die alle weg, Alter. Let's go. Es reicht. Hey, Schüsse auf mich. Mach Platz hier. Okay, Leute, jetzt konzentrieren hier. Ja, warte, bevor ihr reinläuft. Erst wieder Tube. Xerox, dankeschön. Gruß geht raus. Warte mal kurz. Was ist das hier? Chillt. Das sind so leer. Wo bist du? Ja, warte, ich komme. Ich will nur was gucken. Ich krieg Besuch, Leute. Happen. Ja, chill mal. Sehr gut. Ich bin hier schwer gepanzert und ausgerüstet. Okay, weiter. Max, nimm Snacks. Ich bin nicht angefragt. So. Sieht bei mir so aus, deshalb. Okay, wir müssen wieder zwei Teams splitten. Ab geht's. Damage, werft da Granat wieder rein. Warte, ich schieß einfach gegen. Ja, genau. Perfekt. Gut. Okay, sehr gut. Oh, was vor uns? Boah. Bruder, ich zerfetz die alle mit Minigun. Nice. Ah! Achtung.
Okay, ich glaube, es okay. Ist clear. Warte, Decking, chill. Was? Ja, ich geh hier hin. Ja. Vor uns doch einer. Down. Okay, lass langsam vorgehen. Immer ein bisschen Deckung geben. Oh, da ist noch einer. Okay, ich gehe hier in Deckung. Down. Nice. Kill die Vorräte rechts. Ich gehe schon mal weiter. Okay. Okay, ich schätze jetzt hier alle weg, Digga, ist mir scheißegal. Da kommt noch raus hier! Ja. Okay, können weiter. Digga, stirb endlich. Achtung! Vorne, 12 Uhr. Ist hier. Tot. Nice. Achtung, nice. Von vorne, 12 Uhr. Seht ihr noch welche? Nee, ne? Nee. Hier sind wieder welche. Ich zerfetze die aber gerade wieder alle. Nice. Okay, ich zerstöre die Vorräte. Oh nein, ich werde angeschossen. Pass auf. Okay. Da ist noch jemand. Dann geh du mit der Minigun auf den Juggernaut. Okay, ist am Arsch. Weiter. Pass diesmal auf wegen dem Ding. Okay, nice. Da, links. Vorne sind Gegner. Oh mein Gott, Achtung, ich bin. Warte, oh mein Gott! Gib mir Decking. Ja. Juggernaut, Leute. Ach du Scheiße, warte. Decking, warte, bevor du weitergehst. Bleib hinten. Ich nehme erst Panzerung voll und Snacks voll machen. Hast du noch Snacks oder so? Wo sind die Juggernauts? Ja, die kommen da. Oh, die kommen. Okay, warte, lass erstmal rein tuben. Okay. Sehr gut. Erst die Tubes reinhauen, sehr gut. Okay, ich glaube, wir treffen uns. Ich lasse noch einen Juggernaut. Pass auf, Leute. Ja. Komm her, doch, ich bin auch ein Juggernaut. Hier vorne. Gut, vorne ist down. Einer ist noch da. Begib dich zur Startzentrale. Okay, ja, der schießt, glaube ich, auf euch, Digga. Juggernaut ist auch bei uns, Juggernaut ist auch. Okay. Oh, ist down. Oh. Ich glaube, ihr habt dir gerade von der Seite auf den geschossen. Ja. Oben ist einer. Okay, wir stoßen wieder zueinander. Da vorne ist einer. Ja. Die Lichter werfen ein bisschen, weil die beeinträchtigen. Okay. Oh, hier ist einer. Oh mein Gott. Nein. Oh. Ich schwöre, ich habe immer diesen Bug, okay, dass er nicht die Waffe auswählt. Okay. Weiter. Ja, warte. Lass erstmal alle wieder voll machen, bevor es weitergeht, oder? Okay, bin voll. Erstmal kurz chillen. Essen, Panzerung, alles. Und jetzt nichts überstürzen, okay? Immer langsam, immer ganz gechillt. Ich trinke erstmal eine Cola. Ja. Ich pack mal den Tube aus. Warte, lass bitte vorgehen. Down. Was? Oh, nein! Digga, serious, Junge! Ich hab dich angeschossen! Oh! Wow! Oh nein! Ich hoffe, wir hatten jetzt einen Checkpoint. Ja, ich glaube auch, ja. Ja, aber wenn ich hab gar keine Dings mehr. Dann muss ich noch. Oh. Ich hab keine auch. Snacks mehr, nix. Ey, sorry, aber in dem Gang, es war so eng, ich hab nicht auf dich gezielt. Digga, warum schießt der mit Tube, Bruder? Digga, weil das clever ist, erstmal rein zu tuben. Ja, aber wenn da so wenig Platz ist. Digga, da aber ist, nicht, Digga, schau mal. Auf Dings hocken. Schau mal, Digga, du bist mir gerade einfach vor die Front gelaufen, so weißt du, das ja, ist... Ja, Digga, kann ich das riechen? Oh. Nee, Digga. Hört jetzt auf mit dem scheiß Tube, Digga. Oh. Ich hab keine Snacks. Ja. Ey, ich bin noch nicht gestorben. Das gibt's doch gar nicht, ey. Boah, Junge. Sorry. Ich muss wieder Panzerung nehmen. Ja, ich hab keine Snacks mehr, kein Nix mehr, Digga. Keine Ahnung, wie ich das noch schaffen soll. Alter, Philipp, dann bleib du ein bisschen zurück. Ja, ist aber trotzdem doof, Digga. Kann man Snacks droppen? Nee. Doch, kann man. Ich weiß auch nicht wie. Ja, ist egal. Ich hab jetzt nochmal voll Leben. Ich bleib jetzt einfach weiter zu nach hinten. Ich muss halt immer rumsprayen. Hier, warte, ich kann dir Snacks geben. Komm her. Okay, ich hör auf zu tuben. Ich werde nicht mehr tuben. Also jetzt. Ablegen. Oh, da kommt ein Juggernaut. Ja. Ablegen.
abgelegen. Ich hab dir was hingelegt. Vielleicht tue ich doch mal zu. Hier vorne. Hier, es liegt vor mir. Warte, ich spreng da den ganzen Weg. Lass den Weg da sprengen, wenn der Typ kommt. Danke, Digga. Bitte. Ja, er ist down, er ist down, er ist down. Okay, weiter. Digga, warum kommt der denn schon so früh? Der ist gerade eben auch schon gekommen. Junge, 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 ey. Alter, jetzt bitte wirklich nicht so eine Scheiße wieder machen, ey. Ja, das war einfach Leichtsinnsfehler gerade. Einfach ein dummer Fehler so. Tut mir leid. Decking, gib mir mal Deckung. Ah, du machst kaputt, ja. Komm, zeig mir dein hübsches Gesicht, Alter. Okay. Boah, war das gerade knapp. Diese Lichter nerven, Digga. Ich sehe einfach wahrscheinlich, wo die Gegner sind. Wollen die kaputt schießen? Nein. Geil, ich hab halt eine Waffe mit Nachtsicht. Also mit Thermo. Dings. Ah, das ist ganz nice. Rechts ist noch einer. Happen. Boah, die sind down. Max, da ist keiner. Pass auf, da vorne rechts, rechts, rechts. Achtung, Philipp, geh weg. Gut, hab ihn. Warum? Neben dir, links neben dir sind Vorräte. Ja, warte, ich geh nach vorne, ich spray erstmal die weg. Hab ich zerstört. Down. Hab den, links. Ja, warte, ich brauch kurz Snacks. Okay. Lol, da keine Snacks bekommen, Digga. Ja. Da ist er. Hast du gar keinen? Auf 12 Uhr gerade. Nee. Hinter dem Balken. Boah, schmeiß die mal nochmal kümmern, vielleicht. Es ist dir dann gleich automatisch. Hier ablegen. Ich krieg Leben dazu, so, also. Hier, ich hab dir was hingelegt. Hier auch noch. Nee. Nee, krieg keine Lore. Also, Leben regeneriert sich, ja. Ich muss langsam. Panzerungen sind wichtig. Ja, Panzerung hab ich gar nicht mehr. Ja, ich hab auch keine Panzerung mehr. Okay, jetzt kommen gleich die zwei Juggernauts. Ja, die sind easy. Gibt's einfach mit Minigun Headshot, kippen die direkt um. Warte, ich spray direkt vor wieder. Mann, ey. Ich hatte volles Leben. Ich war in einer halben Millisekunde tot. Pass doch ein bisschen auf. Ey Leute, es tut mir wirklich, wirklich leid, dass wir gerade so reinscheißen. Das ist, glaube ich, der fünfte Versuch oder so. Jeder ist irgendwie schon tausendmal gestorben. Es tut mir echt leid, Leute. Ich weiß, ich finde das auch gerade nicht so geil. Aber ich will auch wissen, wie es weitergeht. Aber Leute, vielleicht habt ihr es ja auch schon gespielt. Es ist auf, und wir spielen es auf schwer, ne? Man muss dazu sagen, wir spielen es auf schwer. Es ist wirklich nicht so einfach. Wow. Ich weiß nicht, wie ihr euch gefühlt habt. Alter. Volles Leben. Direkt ein Schuss tot. Ja, der King, nur, dass es bei dir noch ein bisschen länger ging. Ey, wir sind immer noch nicht durch. Ah, stimmt. Aber Decking, du rennst mir irgendwie auch ein bisschen zu sehr vor. Mach doch auch ein bisschen langsam, okay? Nicht, dass du gleich als nächstes stirbst. So, die Wichser sind down. Ich hab jetzt auch bald keine Snacks mehr, ne? Scheiß drauf, das ist nicht so wichtig. Okay. Ich kann die Mission jetzt fast auswendig, Alter. Ja, das stimmt. Achtung, da kommt jetzt gleich wieder der Juggernaut raus. Ja genau, erstmal ein bisschen rein. Den Weg hier sprengen. Ey. Ich hab halt keinen Bock mehr. Was ist das? Oh. Super. Ey, das ist peinlich, Junge. Das ist schon peinlich. Das ist wirklich schon peinlich, Alter. Hör bitte auf zu tuben, Digga! Scheiß doch auf die scheiß Tuberei, Mann! Okay, ich hör jetzt echt auf zu tuben. Das war's letzte Mal jetzt. Junge. Keine Tubes jetzt mehr! Zumindest nicht, wenn jemand vor mir läuft. Oh. Oh, wenn ich gleich auf leicht, Digga, dann mal 20 Teamleben. Digga, das ist ja nicht nur diese Lebensanzahl, sondern das ist auch generell viel schwerer auf schwer. Ja, ich find's nicht so schwer, Digga. Wenn man einfach clever vorgeht.
Wow, Digga, einer stellt sich genau vor mir, Alter, und das war Max. Ich tube jetzt nicht mehr. Ich wollte gerade schon wieder tuben, aber ich mach's jetzt nicht. Digga, wer sitzt sich da in den Panzer rein und trifft die Juggernauts? Ich WTF, Alter. Ey, ich hab die auch alle getroffen. Ja, 5 Schüsse, Junge. So, let's go, komm. So, jetzt Concentration hier, Digga. Mitleid. Stell dich nicht dahin. Da ist noch einer. Da ist keiner mehr, doch, da ist noch einer. Da hinten in der Ecke, ja. Achtung, da kommt der Juggernaut, ne? Ja, soll er doch kommen, Digga. Ich tube ihn nicht. Ich tube diesmal nicht. So, da kam einer gerannt, der hat erstmal einen dicken Headshot kassiert, Alter. Juggernaut kommt. Bruder, ich sehe ihn gar nicht. Ja, der. Auf 12 Uhr. Ja, schon down, Digga. Achso, okay. So machen wir das jetzt hier, Mann. Boom. Aus dem Weg, Mann. So. Decking rennt schon wieder vor. Oh. Pass auf. Oh. Hab ihn. Kannst Vorräte zerstören, Decking. Digga, ich weiß schon aus Gedächtnis. Oh, hinter uns ist noch einer. Oh, shit. ETF. Digga, kipp doch rum, Alter. Oh, Decking, Alter. Hinter uns ist noch einer. Egal, scheiß auf den. Hä? Ja, der hat mich angeschossen, Digga. So. Wir brauchen hier echt mal so einen Safe Point, Alter. Hier vor mir wieder. Schutz feiert. Hier rechts ist keiner. Vor uns sind zwei Leute und einer rechts und einer. Okay. Einer hab ich. Aber wir müssen mal gucken, ob ihr die 25 Dings bekommt, ne? Ja. Hier vor mir ist noch einer, der ist direkt hinter der Kiste beim Flugzeug. Weil dann kann man. Pass auf, der kommt vor. Komm. Gib mir Deckung, ich geh weiter vor. Boah, hinten kommt wieder einer. Hä? Ich weiß auch nicht, warum die jetzt auf einmal von hinten kommen, alle die. Ja, scheiß drauf. Nein, die schießen! Digga, echt? Scheiß. Digga, kommen die an oder was? Digga, wenn du die jetzt nicht einmal killst, wenn du hinter uns einen siehst, dann raste ich hier aus, Junge. Die kommen und schießen die ganze Zeit auf mich. Decking, mach mal langsam, hinter uns ist noch einer. Mach mal langsam. Von hinten, ich weiß nicht, wo die herkommen, oder? Keine Ahnung. Von hinten wurde gerade einer. Da wurde gerade einer angezogen. Okay, weiter. Vor uns, Gegner. Oh, links ist noch ein Gegner. Wow. Okay, da, hier in dem Gang an der Seite rechts ist noch einer. Digga, da kam doch gerade. Ja, natürlich ist da noch einer hinten, Digga. Schieß mich gerade an. Ey, wusste ich doch. Okay. Ich spray nach vorne. Digga, die Lampen nerven so krass, ne? Wow, Alter. Geh vor. Okay, jetzt langsam Decking, ne? Da vorne, du weißt. Juggernaut. Ja. So. Das war so. Ich geb euch mal einen Tipp, wie ihr das machen sollt. Die müssen immer vorgehen und sprayen, Digga. Ja. Decking, gib mir mal kurz Deckung. Ja, warte, ich hab hier gerade selber zu tun. Okay, ja, alles gut. Ich werf ein paar Granaten. Lebt er immer noch, ne? Okay, beide down. Geh weiter vor. Also auf der links müsste gleich noch einer stehen und dann kommt der Juggernaut. Oh, da hinten ist ein Juggernaut. Ja. Ich pack mal Ding aus, Minigun. Ja, chill, warte, wir kommen jetzt auch. Warte mal, was? Von der Seite, warte, was? Nein, nicht stemmen! Ich werd von der Seite angeschossen. Wo? Von oben bestimmt. Gib mir Deckung, ich muss nach hinten, ich bin gleich tot, fast tot. Nimm Snacks.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. Ich mein, Max. Oh mein Gott, war das knapp, Alter. Von, ich hab keine Ahnung, von wo der gerade kam. Decking macht langsam, Alter. Irgendwie wurde ich gerade von der Seite kam, die Hitmarke, Alter. Ja, der war oben. Alter, Junge, ich dachte gerade schon, das war's wieder. Okay, komm. Oh mein Gott. Ich dachte gerade schon, das war's. Ich weiß nicht, ob der down ist. Warte. Von vorne, der schießt gerade auf mich. Der schießt gerade auf mich, der King. Ja, ich hab hier halt auch einen Juggernaut. Ich will Snacks nehmen. Einer ist down, einen hab ich down. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Ich hab keine Snacks mehr, ich hab nichts mehr, Digga. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Selbst gerade wirklich nicht. Lass mal nicht auf schwer spielen. Nee, das ist doch. Guck mal, wie Kills ich schon wieder hatte, Digga. Macht die überhaupt Kills, Alter? Ich guck mal, wie viel Kills ich gerade schon wieder hat. Ja, natürlich machen wir auch Kills, Junge. Nee, ich mein Damage jetzt, Digga. Oder ja, ich hab keine Schwimmen, ich hab Alter. Minigun, Alter. Ja, ja dann wir auch Minigun. Ich hab gemacht Kills, Digga. Ich weiß nur, bis ich voll Leben hab, Digga. 27 Kills, Digga. Wow, Damage hat 3 Kills gemacht. Weil du mit der Minigun vorgehst die ganze Zeit. Was soll ich denn machen mit meiner Waffe? Ja, was hast du keine Minigun oder was? Nein, hab ich nicht. Warum hast du keine Minigun? Weil ich sie jedes Mal, wenn ich sie mir gekauft habe, immer wieder verloren habe. Wie kann man denn Minigun verlieren? Ich weiß nicht, ich hab mir die schon 6-7 Mal gekauft gehabt. Okay. Und dann hab ich sie irgendwann hab ich sie nicht mehr gekauft, weil das mir zu teuer wurde. Ich mach jetzt ganz entspannt, chillig hinten. Damit es nicht mehr mein Fehler ist, wenn wir alles verkacken. Du musst immer Headshot machen, Digga, das ist mega wichtig. Ja, moin. Ja, wenn nicht, dann müssen wir nochmal neu starten und Dings machen. Snacks und schwere Panzerung holen. Hier liegt halt auch nichts rum oder so, ist halt so lächerlich. Ja, Alter. Das ist schon hart, Alter. Juggernaut brennt. Hab ihn. Er holt hier die Minigun. Ihr braucht ja diese Spezialwaffen mit den guten Sachen. Ja, ich hab alles, aber ich hab keine Panzerung, kein nichts mehr, verstehst du? Ja. Ich hab nur immer ein Viertel Leben. Und ein bisschen über die Hälfte. Gib dir Deckung. Ich geh schon mal vor und spray einfach nur, Digga. Vielleicht ist das echt der Trick, einfach Ding nehmen. Einfach hier. Minigun. Wo ist noch einer? Vor uns ist noch einer bei der Kiste, ist einer wieder. Ja, schieß auf die Kiste am besten. Ja, warte kurz, Leben regeneriert. Okay, komm. Warte, da ist noch einer links. Da ist noch einer, Also wer das hier wirklich alle Akte auf schwer ohne zu sterben schafft, Alter, Leute, das ist... Wow, Digga, LOL! Digga, der schießt unter diesen Dings durch. Was ist mit ihm los, Alter? Ohne Spaß jetzt, Digga. Krass, Alter. Okay, pass auf. Wir kommen wieder zu den Juggernauts. Aufpassen. Ja, warte mal. Wir sind noch nicht so weit. Ich muss kurz Leben regenerieren. Okay, Decking, warte. Chill ein bisschen. Mach ein bisschen langsam. Geh, push nicht zu sehr. Hau die hier oben runter. Komm jetzt. Ich stehe hinter eine Sache und kein... Boah, da ist noch einer. Pass auf, der Mensch. Hab'n.
Nice. Oh, oh. Unglaublich, ohne Spaß, Alter. Das ist unglaublich. Seid ihr ready für den Juggernaut, Jungs? Warte, Digga, wir sind noch gar nicht so weit, Digga. Schlimmer. Decking, schnapp dir nochmal eine Panzerung, falls du noch hast. Ich hab keine mehr. Ich hab schon die ganze Zeit keine Panzerung. Okay. Ist da noch einer, Digga? Nee. Nee. Okay. Let's go, let's go. Wow, wow, wow. Ja. Ausgeschalten. Tut mir leid. Keine Chance gehabt. Was rennst du denn die ganze Zeit da vorne rum, der King? Digga, ich bin auch zurückgelaufen, wurde dann getroffen. Man kann auch kein Dings sich kaufen, Digga. Man kann nichts sich dazu kaufen. Keine Panzerung, ja, mach mal weiter. Was. Dann einfach. Statt Neustart. Ja, letzter Versuch, wenn ich da machen, müssen wir Neustart machen. Keine Ahnung. Ey. Ob ich genervt bin? Hey, die sind doch easy, oder? Nein, ist nicht easy. Aber was heißt genervt? Ich meine, jeder von uns hat hier schon mal verkackt. So wisst ihr, Leute, das zeigt einfach, dass hier niemand mega schlecht ist. Aber es ist halt einfach generell mega hart. So, man muss richtig aufpassen. Man ist richtig schnell tot von diesen Juggernauts. Die sind alle richtig krass. Wir spielen auf schwer. Und was soll ich dazu sagen, Leute? So, ich mache jetzt auf entspannt, Leute. Am meisten nerven mich die rechts hier. Was? Ja, Digga, lass mal Panzerung. Lass, ja. Mit Panzerung ist easy. Hä, und wie bin ich gerade so schnell gestorben? Ich hatte volles Leben. Einfach. Ja, ich hab auch einen Headshot bekommen, einfach. Ich hab einen Headshot bekommen. Wenn du Headshot bekommst, kippst du direkt um. Das ist das Problem. Das ist so krass. Ich war hinter einer Barrikade, das heißt, nur mein Oberkörper hat rausgeschaut. Direkt tot. Okay, wir gehen erstmal raus, Leute. Wir holen uns jetzt erstmal Panzerung und so. Ey, also. Ohne Scheiß, Zuschauer hier, es tut mir wirklich leid, dass wir euch das hier gerade so scheiße zeigen, nur, aber. Ja, ich verstehe auch nicht, warum das in den Chat nebenbei. So viele sind einfach am Beleidigen. Ja, ich würde jetzt besser machen, Digga. Ich spiele schon keine Ahnung seit Release GTA, Digga. Ich wette, die spielen mit Auto-Aim auf PS4 oder so. Ja, wir spielen ja wow. PC, kein Auto-Aim, Leute. Das, also. Ich will jetzt. Ich finde, wir sind. Weißt du, wie du PS4 spielst, Digga? Gehst die ganze Zeit, machst spielst du so ja, die ganze immer, Zeit. Immer wieder anvisieren, klar. Immer wieder anvisieren. Dann teilst du One-Shots. Ja. Und dann wahrscheinlich noch auf leicht, Alter. Nee, also wie gesagt, Leute, ihr kennt uns. Wir zocken GTA 5 seit Release. Und wir sind alle nicht schlecht. Ich finde, wir spielen nicht schlecht, nur die Sache ist, wir sterben zu schnell. Weil die Gegner einfach so stark sind. Halt wirklich krass. Ihr habt's gerade bei mir gesehen, ich bin sofort umgefallen. Fertig. Und das kann halt jedem von uns passieren. Ich meine, okay, meine ersten Tode waren unnötig, bin ich ganz ehrlich so. Das war unnötig, aber ich meine so, gerade eben. Naja. Ich wette, 90% Digga würde ich da im 101 draußen alle fertig machen. Vor allem Philipp muss wirklich sagen, Philipp ist ein guter PvP-Spieler. Gerade, wie hieß denn dieser eine Modus, den wir am Anfang die ganze Zeit gespielt haben, diesen PvP-Modus? Ja, ich war, Digga, damals, GTA rauskommen, war ich PvP, Digga, ich so gesuchte, war ich sogar Platz 1 weltweit gewesen, oder Platz Top 10 auf jeden Fall. Und vor allem wow. bei diesem Modus so. Naja. Egal, meine Freunde, ich hoffe trotzdem, dass ihr den Livestream gut findet. Das tut mir leid, dass wir gerade so reinfällen, aber. Ja, es ist halt ein Livestream, ist ja nichts gekannt. Ist halt live, Leute. Wir sind halt live und live passiert nochmal fest. Ich habe einfach durchzuspielen, keine Ahnung. Eben. Kann ich keinen Bock drauf. Eben. Kann jeder andere machen gerne. So, wir machen das hier auf hart und das ist halt die letzte Mission. Die letzte Mission muss auch hart sein. Sonst wäre es jetzt kacke. Ja, wäre ja kacke, wenn man da einfach durchlaufen würde. Zehnmal schwere Panzerung. Ja. Hab ich. Ja, da war Snacks. Snacks. Munition könnt ihr ja auffüllen, wenn ihr im Ding seid, in dem Wartemenü da. Wir müssen hier der nächste Supermarkt. Lass einfach in der Base holen, oder? Nee, scheiß drauf. Okay. So im Supermarkt holen. Ich finde euch trotzdem gut. Dankeschön, Leute, danke. Naja, also ich habe auch gerade.
Ich habe auch gerade so ein paar Hate-Kommentare gerade im Live-Chat gelesen, also wirklich, wo Leute teilweise meine Mutter beleidigt haben, weil wir jetzt hier einfach... Das sind alles Bummis, Digga, die können nicht mal richtig gerade auslaufen. Jetzt, also no joke, wenn ich euch auf der Straße sehen würde und ihr würdet meine Mutter beleidigen, weil wir hier gerade ein bisschen failen, ich würde euch, keine Ahnung, ich würde euch die Pfeffis rausschlagen, würde Philipp sagen, aber... Das sind halt diese Internet-Rambos, ne? Wisst ihr Bescheid. Ey! Alter, guck dir das an. Der schiebt da sogar den LKW. Ein Schweizer Franken, dankeschön. Grüß an die Schweizer Zuschauer hier. Schweizer. Hoffentlich sind die jetzt nicht ausverkauft hier gleich. Ah, das, ich glaube, ausverkauft sondern nur bei was? RP, oder? Nee. In GTA auch. Ja, krass. So. Ich geh jetzt. Oh. Da ist noch ein Laden. Hallo! Einmal wegen Snacks hier. Ja, jetzt ist easy, wenn wir volle Snacks haben und so, guck mal, wir sind ja ohne Panzerung und so gestartet. Ey, man kann hier nichts mehr kaufen. So kann hier nichts mehr kaufen. Ja, ich lade euch in die Bars ein, warte. Ja. Wir haben das ohne Snacks etc. gestartet, sonst wäre easy gewesen. Ich wusste ja nicht, dass die Mission doch so anspruchsvoll, also was heißt anspruchsvoll? Ist halt, keine Ahnung, die sind halt, haben halt gutes Auto-Aim, die Dinger da, die NPCs. Hat schon wirklich gut, stark. Gutes Auto-Aim ist, das ist Baba-Aim, was die haben. Jeder ihr habt es gerade gesehen, ich habe gerade einen Headshot von einem NPC bekommen. Das ist mir auch noch nie passiert so. Manche NPCs sind einfach so stark in dem Game. Ja, was soll ich sagen, Leute? Hallo? So, erstmal zur Sibylle und ein paar Snacks, oh, Girl. Ja, die Snacks. So. Leute, das Witzige ist, wir sind jetzt ja 2 Stunden am Stream, ne, und haben davor noch andere Missionen gemacht. Aber ich habe auf YouTube einen Stream entdeckt, da haben die 5 Stunden lang diese Mission gemacht, die wir gerade die ganze Zeit failen. Und dann dachte ich doch so, ey, warum brauchen die so lange? Jetzt weiß ich, warum die so lange brauchen. Hä? Hey, wie sieht's denn aus? Ja, bei mir ist eine Ladevorgabe. Hä? Warum ziehen wir uns denn gerade? Hä? Ist hier ein Hacker drin? Ja, ich glaube, hier ist ein Modder. Warum? Ja, weil wir die ganze Zeit Klamotten wechseln. Was geht denn jetzt ab? Ich bin die ganze Zeit noch im Ladebildschirm. BTF. Fisch behindert. Digga, hier ist ein Modder. Ja. Wechseln die ganze Zeit Klamotten. Modder, egal, lass direkt starten hier, damit wir... Ja, geht bei mir nicht, ich bin im Ladebildschirm. Also. Das ist ein Modder, Digga. Schnell rein, Leute, schnell weg. Aber wenn wir das jetzt hier starten, müssen wir dann auch erst wieder zu Mount Chiliad hinfahren? Ja. Oh. Hier ist ein Modder drinne. Digga, wir wechseln. Was ist das denn jetzt? Aber egal, juckt uns ja in der Mission nicht. Nee, juckt uns nicht, Digga. Ich hab Angst, Digga. Alter. Hör auf, Angst zu haben, Philipp. Das ist voll der krasse Modder, Alter. Digga, ich häng immer noch im Ladebildschirm, ich weiß nicht warum. Lol, wie macht der das? Okay, ich sag ihn jetzt, er soll aufhören, okay? Hör auf! Ich schreibe jetzt einen Brief an den Modder. Hä? Lieber. Der hat aufgehört. Ey, bist du der Modder? Modder. Please, okay, Modder, stop changing. Das ist halt Philipp. Oh, Philipp our ist das. Er wechselt clothing. Das Team-Outfit oder so. Alter. Ich hab eine Nachricht an den Modder geschrieben. Wow, Philipp. Der Philipp ist in Paulberg, ey. Ja, komm, The King, dann start neu oder so. Ja, wir können auch zu dritt machen. Dann ist es noch schwerer. Ich will neu starten. Ich lade dich mal ein. Was war denn das für ein Modder, Alter? Der hat richtig krass. Das war ein Modder. Tut mir grad wirklich leid. Tut es mir gar nicht, oh. Der Modder hat uns ja richtig an der Nase herumgeführt, oh. Dieser Prängel. Hab The King eingeladen. Hab auch The King eingeladen. Ich hab The King immer einmal mehr eingeladen. The King ist eigentlich mein Kumpel. Nee. Aber wir sind trotzdem die Einbruchbrüder. Einbruchbrüder, ja, jetzt trotzdem noch der letzte Überfall, obwohl wir die ganze Zeit reingefailt haben. Ja, aber dafür wird es jetzt umso epischer. Ja, da wird die Freude jetzt umso größer, wenn wir es tatsächlich mal schaffen sollten. Hoffe ich, zumindest. Wir werden das schaffen. Alle meine Kurden. Okay.
Okay. Was, 9000 Likes haben wir schon? Da geht noch was, ja, das stimmt, da geht noch was. Gehen da noch die 10.000 Likes? Nein, lasst noch. Leute, wir haben uns die Likes noch nicht verdient. Erst wenn wir es schaffen, okay? Erst wenn wir es schaffen. Wir müssen uns die Likes heute verdienen. Na, ich sag auch schwer, ich habe keinen Bock auf Mittel, irgendwas durch. Nee. Das war immer so, ich spiele alle Spiele fast eigentlich immer auf schwer durch. Ja, alles andere ist auch, ganz ehrlich, alles andere ist Pussy-Modus, so. Wir machen das hier auf schwer, haben wir, ganz ehrlich, wir haben die ganzen anderen Überfälle auch auf schwer gemacht. Und wenn wir jetzt auf Mittel oder leicht machen, das ist, brauchen wir nicht, Alter. Brauchen wir nicht. So, Leute, ich gehe mal hier kurz auf Instagram. Was geht denn hier auf Instagram auf? Auf was für Bilder habt ihr mich denn hier markiert schon wieder? Kleinen Paul Berger. Ja, wenn, Leute, hier ist hier zum Beispiel so ein Bild, hier zum Beispiel so ein Bild von meinem Merch, ne? Habe ich hier gesehen. Like ich auch immer von dem Marcello. Ja, nee, Marcel Co. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ihr mein Merch habt, Leute, post gerne auf Instagram damit Bilder. Auch gerne, wie ihr es tragt. Dann liked ihr nämlich immer die Bilder. Oder hier hat sich jemand meinen Turnbeutel gegönnt, Leute. Was haben wir denn noch? Hier hat sich noch jemand meinen Hoodie gegönnt, Leute. Oh, doch, habe ich schon geliked. Ich dachte gerade schon, hätte ich noch nicht geliked. Hier seht ihr den Boss mit dem Hoodie. Nein, Spaß, Leute. Aber, ja. Ihr wisst Bescheid. Wenn ihr habt, dann postet gerne mal auf Instagram. What's poppin'? Wir failen zu oft. Wir failen. Lama, 2 Euro, dankeschön. Seid. Hallo? Okay. Hast du iPhone X? Ja. Ich muss mal aufpassen, nicht, dass ihr. Ja, ich, auf meinem Handy-Display habe ich gerade meine Freundin, die darf man, also will ich noch nicht zeigen, deswegen muss ich gerade mal aufpassen, dass ich hier mal in eine andere App reingehe, wie zum Beispiel auf Instagram. So, iPhone X habe ich vor 2 Tagen erst bekommen, geliefert bekommen. Das ist mein Instagram hier. Ich finde es ganz cool, also für alle iPhone-Nutzer ist vielleicht ein bisschen, am Anfang muss man sich erstmal umgewöhnen, weil man hat halt hier nicht mehr so diesen Home-Button und muss halt irgendwie immer, ich sag mal so, hochswipen, um eine App zu schließen. Aber, King, wo bist du jetzt? Ja. Ja. Bei mir ist am Laden. Gut, tritt bei, steht da, ne? Ist ganz witzig. iPhone auf jeden Fall. Hamdulillah, komm jetzt. So, jetzt aber. The thing goes grrrr. Skibidi bapa. Man's not hot. Also wer jetzt stirbt, wirklich noch, ja? Der ist ein kleiner Lelek. Oh, wir haben jetzt schon die 10.000 Likes. Ihr dürft uns doch erst als Belohnung 10.000 Likes geben. Wer jetzt nochmal stirbt, der muss die Gruppe verlassen. Oh, oh shit. Oh, also entweder Sieg oder Verbannung hier. Sieg oder Verbannung. Was passiert, wenn Philipp jetzt als erster stirbt? Ja, dann gehe ich raus. Dann wird er auch verbannt. Okay. Ja, aber dann können wir die Mission noch gar nicht mehr machen. Alter. Kannst du 2 bis 4 machen. Ja, nee, aber das stimmt, du bist ja Host. Ach so, ja. Ja, dann kann ich fehlen, aber. Wow. Haha. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Finale. Oh. Das ist halt echt traurig, wenn man so bedenkt, dass wir einfach schon vor einer Stunde oder so hier waren. Lass mal wie so Besoffene singen. Na, wir haben vorhin schon wie Besoffene gesungen. Ich will jetzt nicht wieder. Ja, Mann, ich bin drin. Finally. Sehr gut, der King. Finale! Oh! Finale! So, jetzt. Ey, Leute, wenn wir das jetzt First Try schaffen, ich gebe euch allen nächstes Jahr in der Gamescom was aus. Echt? Ja. Ja, dann fällt der aus Absicht schon. Nein, Digga. Ist mir jetzt egal, ich habe jetzt hier keinen Bock hier auf irgendwas aufteilen. Ey, teil mir das. Jetzt heul nicht. Hör mal auf rumzuholen, ja! Geht einfach, mir kannst du auch Geld wegnehmen. Ja, mach das mal bereit, Ich bin auch bereit. Ja, wer fehlt? Max. Der Schimmelbacke, Digga, Schimmelzahn fehlt. Ich hab grad eben schon bereit gemacht, aber du hast dir dann wieder ändern müssen, ey. Paul Berger. Nino, 1 Euro Superchat. Der gepanzert, du. Ja, natürlich. Nehmen wir hier den Panzer. Ja. Alle den Panzer, ja. Nee, nimm mal irgendwas Schnelles zum Fahren, Digga. Das ja. Ist nein, Sinn, ich. Digga, Philipp, du Dummschüler, ich meine hier dieses Outfit. Achso, ist mir jetzt egal, das ist ein Outfit. Finale!
abonnieren. Ja, was? Um die Elite-Challenge zu spielen, muss man da auch auf schwer und dann dürfte man nicht sterben, oder was? Ja, schwer und nicht sterben für die Elite-Challenge. Also in allen Missionen, also in allen Heist-Missionen, Raubüberfall, müssen wir sterben, ne? Alle drei Akte mit Vorbereitung nicht sterben. Nee, die Vorbereitung nicht, nur diese Raubüberfälle-Mission, denke ich mal. Ach so. Ich glaube alles. Ich glaube auch mit den Vorbereitungen. Nee, glaube ich nicht, Digga. Weil das ist ja eine Open Lobby, Digga. Das können die, weißt du? Ach so, ja. Jetzt geht's los, der letzte Überfall im Mount Chiliad. Fassen wir den Feinden von hinten an die Lippen. Lippen. Und ich rauche Kippen und bin ein Rapper von Lippen. Alter, warum ist mein Auto so langsam? Ey, ist nicht aufgeregt. Okay, okay. Ja, scheiß mal auf den Insurgent, Digga. Ich zerstöre einfach den Insurgent mit meinem Panzer-Vehicle. Tschüss! Ciao! Hä? Ich nehme hier auch die Abkürzung. Hier unten ist besser. Ja. Vielleicht explodieren wir am besten noch. Ich bin mal gespannt, ob meine Abkürzung jetzt gut oder schlecht war, die ich hier genommen habe. Wie viel Kilometer habt ihr? Wie viel Kilometer habt ihr noch? Oh, Damage hat eine gute Abkürzung genommen. Wie viel Kilometer habt ihr noch? Nicht mehr lange. 3,8. Nicht mehr lange, Digga. Ich hab 3,4 nur noch. Guck mal, er denkt, er wäre Erster, ne? Vielleicht war meine Abkürzung sogar gut. Digga. Okay, Damage, hör mal auf. Alter Scheiße. Ah, mein Auto ist nicht so schnell. Oh, was ein 360, ja. Digga. Wow. Zack, komm doch hinterher, Mann. Komm doch hinterher, hä? Wo bist du, Mann? Ich seh dich nicht. Wow. Ah! Digga, mein Auto ist scheiß langsam, ey. Ich höre keinen Sound mehr. Zack, bam, ihr kommt gar nicht hinterher, so schnell bin ich. Also ich bin, Erster, Leute. Digga, ich hab voll die Boss-Abkürzung direkt am Anfang genommen. Ich bin ja hier der Heftigste, Mann. Ist gleich, Fährzeug zugegen. Ah, ich hol dich eh gleich ein. Mit meinem Ja, weil mein Auto langsam ist, Alter. Ja, weil du eine Schimmelkarre fährst. Deine Mutter ist Schimmelkarre. Oh, guck mal, wer hinter dir ist. Ein schlimmster Albtraum. Aus dem Weg, oh Junge. Ja. Barack Obama ist hinter mir vielleicht, aber das war's. Aus dem Weg, Junge. Wow, 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 bleib ruhig hier. Hahaha, ich werd Erster. Okay, wenn du Erster wirst, ja. Digga, ich werd hier Erster. Dann schenke ich dir was. Und dagegen kannst du nix machen, du kleine Schimmelberger. Boah, ich werde richtig sabotiert, Digga. Haha. Von den NPCs. Aber ich denke mal, das Beste kommt zum Schluss. Du schaffst es niemals zuerst. Boah! Ey, der sabotiert mich hier. Nein! Ich bin Erster. Du bist nur ein Lapp. Wäre jetzt lustig geworden, wäre Fabio nicht Erster geworden. Ja, mein Auto hatte zu viel. Mein Auto hatte lass zu viel Power. Lass nicht den Panzer, der ist zu langsam. Ja, oh. Hört doch mal auf, Digga. Lass den Panzer nehmen, Digga. Wow, steigt in meinen Panzer ein. Digga, der Panzer ist doch clever. Na, wir nehmen den Panzer, da sind doch diese Juggernauts. Ja, ist zu lahm, Digga. Ja, egal, aber komm die sind jetzt. Komm jetzt. Wir müssen ein Fahrzeug. Ne, lass mal das Auto nehmen, oder? Ja, der Panzer ist doch viel besser, Digga. Ja, okay. Nur den Panzer. Ich will am MG. Ja, warte, muss ich aussteigen. So, einsteigen jetzt hier alle. Ja. Wahre Freunde, danke für den 1 € Superchat. Jetzt geht's hier los. Komm, Digga, jetzt. So, Leute, jetzt die letzte Mission. Dann ist ein Durchzug hier. Auf Max dein Nacken. Wenn wir jetzt wirklich First Try machen, ich gebe euch bei Gamescom bei diesem Chinesenstand, wo ein scheiß kleines Ding, eine scheiß kleine Nudelbox 20 € kostet, auf meinen Nacken. Oh, dann habe ich die, Spendierhosen. Aber das ist wirklich krass. Also wenn ihr schon auf Gamescom wart, Leute, dieser Chinesenstand, ihr bekommt so einen kleinen Haufen Nudeln und mit ein bisschen Chicken, gefühlt 2 Stücken. Und das kostet. Du bekommst so richtig einen Kackhaufen, Digga. So einen richtig kleinen Haufen bekommt man für 10 € Nudeln. Ja. Ja. Oder 10, was? 10? Oder ja, 10 € dann. Ja, 10 €. Richtig krass. 10 €.
Ich weiß, was ich noch für 10 Euro kriege. Was denn? Das sage ich aber hier nicht. Was kriegst du noch für 10 Euro? Ich werde es dir nicht verraten. Okay, ich weiß, was du für 10 Euro kriegst. Was denn? 10 1-Euro-Münzen. Oh. Ja. Ah, so. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass wir hier gerade so ein bisschen reingefällt haben, das hat hier gerade ein bisschen die Laune kaputt gemacht, ne? Wir hatten so gute Stimmung, als es losging und jetzt... Wir sind zurück. Wir sind zurück, Leute. Einbruch, Brüder, first try jetzt. Was ist das für ein Random? Weg mit dir. Das war eben nur Aufwärmphase. Ja, das war kurz zum Aufwärmen, Leute. Kurz gucken, was bei der Mission so geht. Um jetzt durchzustarten. Ich bin immer noch so gehypt, wie das gleich alles aussieht. Ja, ich will auch mal sehen, was hier genau auf uns zukommt. Die Rakete sehen. Bin ich mal gespannt. Boah. Ich mach hier alles kaputt, ey. Du hast es gerade gesehen? Siehst du diesen Laser, der da so rauskommt? Welchen Laser? Ja, schieß nochmal. Achso, ja, das, ja. Ja, klar. Boah. Schieß mal in die Luft oder so. Boah. Richtig wie so ein. Was will denn der Pisser hinter uns, Alter? Ja, weißt, wir fahren da mit so einem Hightech-Panzer und irgendein Redneck will uns hier mit seinem Quad rammen, Alter. Das gibt's ja gar nicht, Alter. Jetzt geht's los. Der letzte Überfall. Akt Nummer 3, meine Freunde. Hamdulillah. Boah, ist ja langsam der Wagen. Snacks, Panzerung, alles full. Full, Alter. Full. Panzerung, full, Panzer, full. Vielleicht hätten wir doch mit dem Buggy fahren sollen. Das ist voll langsam, ey. Ja, oh. Ja, aber gleich mit den Juggernauts kommen und so. Ja, für die Juggernauts ist besser. Lieber jetzt ein bisschen langsamer, anstatt gleich zu sterben. Ja. Wahre Worte, die der Dicking da gerade aus dem Mund rausscheißt. Soll ich euch sagen, wer zuerst stirbt? Wer? Entweder The King oder iCrimex. Ich wette mit dir, ich sterbe heute nicht. Digga, ich wette, ich sterbe auch nicht mehr. Digga, wenn du sagst, das gibt's nicht, dann schreiben die immer doch bei Roller. Doch, bei Roller. Gibt's ja, das. Oh. Wow. Aber ich wette, dass ich jetzt nicht mehr sterbe. Wir bringen jetzt den Mount Chiliad zum Einstürzen. Gibt keine Mission mehr. Aber guck mal, bei der Heist muss man hier durch, bei der letzten normalen Heist, bei dem Banküberfall, muss man hier auch durch. Ja. Ja, weil der Mount Chiliad das Herz. Jetzt geht's hier ab, okay. T01 öffnet sich, die geheime Tür in den Mount Chiliad. Keiner hat gedacht, dass es dahinter ist. Direkt jetzt hier, bam. 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 Jetzt einfach alles kaputt machen hier. Die denken auch, die können was gegen uns machen. Achtung, jetzt kommt ein Auto. Aus dem Weg, Mann! Aus dem Weg, ihr Prängelberger! Ich wünschte, der Rest der Mission wäre auch so einfach wie das hier. Ja, ist echt so. Ja, hier kannst du nochmal so richtig Aggression rauslassen. Hier kannst du nochmal richtig den ins Gesicht ballern, ey. Ja, voll geil, können wir damit die ganze Zeit durchfahren. Ja, wow, was für eine geile letzte Mission das wäre. Mich nicht. Wenn ich hier so Angestellter wäre und würde so ein Panzer sehen, ich hätte gar keinen Bock mehr. Ich würde wegrennen, ey. Ja, ist voll unrealistisch. Schau mal, die denken, die können hier den Panzer aufhalten. Ja, das sind richtige Ehrenmänner, Digga. Ja, die kämpfen bis auf den Tod, die Leute. Die kämpfen bis zum Ende. Und mit dem Panzer kommt das Ende halt relativ schnell. Ihr immer noch nicht fertig. Ja gut, ne? Ja. Ja gut, oder? Wenn man jetzt vorhin weggeschalten hat und jetzt wieder einstellt, hab ich gesagt. Ja, hier drin ist doch easy. Digga, die Juggernauts, die mache ich mit meinem linken, C mache ich die kaputt, Alter. Ey, ich hänge hier fest, warum hänge ich hier fest, Alter? Das ist ein Super Soldier. Ein Super Soldier, Amana. So, raus jetzt hier und jetzt first. Leute, wie gesagt, first try. Ihr wisst Bescheid. Auf meinen Necken. So, ich nehme jetzt hier auch mal die Feuermunition.
Feuermunition haben wir hier. Zack, zack, zack. Let's go! Immer auf die Gesundheit achten. Ja, immer auf Gesundheit achten, das stimmt. Nice. Vor allem, wie keiner vorgehen will. Pass auf, da hinten in der Ecke, der ist böse. Ich hab den schon. Der ist böse! Das Böse! Komm, nehmen wir das jetzt hier. Dein künstliches Gehirn ist nicht besser. Nimm bitte schon wieder die Raketenwerfer und so weg. Ja, ja, Raketenwerfer weg, Raketenwerfer weg. Immer ganz entspannt jetzt. Immer ganz gechillt bleiben, Leute. Oh. Juggernaut ist down. Juggernaut ist gut. Stout, Junge. Sehr gut. Weitere Feinde kommen. Ich mach mal Panzerung hier ganz entspannt voll. Okay. Okay, alle down? Ja. Okay, jetzt wieder aufteilen. Links, rechts. Ja, Deckung und ich waren ein gutes Team hier. Ich bin auch gut. Ab denn? Der arme Fabi Paulberger. So, warte, Achtung, warte, Decking, da kommt gleich einer. Wir wissen schon, wo die herkommen, so kennt man schon auswendig. Ah, der ist schon down. Hab ich. Ich hab irgendwie hier, glaube ich, so Panzer durchbrechende Munition hier. Ah, die ist, glaube ich, ganz gut, Digga. Ja, von der habe ich aber leider nur 300 Schuss hier. Aber die ist, die macht die schneller down. Da, lol, ein Schuss tot. Den einen habe ich. Okay, warte, Decking, warte. Ich werde jetzt, ich schiebe hier mal ein bisschen rein, lauf nicht vor mich. Kommt noch einer. Okay, gut, Feld ist aufgeräumt, wir können wieder ein bisschen vor, da vorne rechts muss noch irgendwo einer sein. Hab den. Rechts ist einer. Hast du den links schon bekommen? Nee. Okay. Rechts also, down. Haben links da auch. Vorne kommt noch einer. Ja, warte, ich esse kurz ein paar Snacks. Jo. Okay, du musst rennen, nice. Den Snacks essen. Der ist nur auf dem Boden. Achso. Muss ich schneller machen. Achtung, hier hinten ist jetzt noch einer. Okay, komm, let's go, let's go, let's go. Ist da noch einer? Nee, ich hab einfach nur... Hab ihn niedergeschossen. Okay, ich push wieder rein. Jo. Einer down. Okay, ich mach die Ding kaputt. Warte, ich, Panzerung. Okay, gut, warte, ich mach auch kurz Panzerung voll. Immer vorsichtig, Jungs, jetzt. Komm, first try. Let's go. Hier kommt jetzt gleich ein zweiter Juggernaut. Tut mir leid, Digga, ich bin eine Maschine, ich brauch keine Panzerung. Ja, gleich tot. Ja. Down. Digga, das Ding ist... Okay, Decking, warte, lauf nicht vor mich. Ich will erstmal ein bisschen reintunen wieder. Juggernaut, ein Juggernaut down. Okay. Pass auf, Decking, da bist du gerade gestorben, ne? Da bist du. Bleib immer schön in Deckung. Zweiter Juggernaut down. So, wir kommen jetzt von hinten und helfen euch. Ja, alles gut. Jetzt aufpassen. Ja, jetzt hier ist eine kritische Stelle auf jeden Fall. Ne, hier hatten wir, waren vorne auch gewesen, aber Max hat ja hier uns alle hochgejagt dann, sich selber hochgejagt. Ja. Ich bin nicht der Einzige, der verkackt hat. Alle haben mal verkackt. Aber okay. Hier an der wichtigsten Stelle, Digga. Guck, dass ihr alle Panzerung voll habt. Ja, Panzerung, Essen, alles full. Und kein Granatenscheiß, Digga. Ja, jetzt kein Granatenscheiß, bei so engen Gängen nie benutzen. Okay, ich werde jetzt... MG vor. Auf Ding wechseln. Minigun. Zwei mit Minigun vor und zwei mit MP, also mit Sturmgewehr nach hinten. Denkt okay, an die Nudeln, Leute. Denkt an die Gamescom-Nudeln. Hinten noch zwei. Down. Nice. Gute Arbeit, Jungs, gute Arbeit. Okay, gut. Ich glaube, alle down. Ey, so weit waren wir jetzt noch nicht. pass auf, gleich kommt irgendeine Überraschung. Ja. Oh mein Gott, kurz vom Checkpoint. Ja. Okay, aber trotzdem aufpassen jetzt.
Oh mein Gott. Locker kommt gleich auf einmal Stromausfall wieder oder so, Leute. Oh mein Gott. Check noch mein Video von heute Mittag aus, meine Freunde. Atomanschlag. Holy moly, Leute. Als ob du immer noch live bist, ja, seit 2,5 Stunden. Oh nein, Leute. Alter, dieser kleine Clifford-Pisser, Alter. Lol. Hä, hilft dieser Clifford der Computer und so? Nein, der Clifford wurde gerade verarscht. Achtung, Achtung! Achtung, pass auf, pass auf, pass auf! Das kann ich. Geh hinter die Tür wieder! Das kann nicht gut sein, was hier ist, ey. Was zur Hölle ist das denn, Alter? Alter, das ist das Innere. Das ist das Innere von Mount Chiliad. Zeit, wir haben 20 Minuten nur. Da kann ich mir noch die Windeln wechseln, Bruder. Oh, oh. Ich muss Panzerung. Oh. Leute, macht Panzerung voll. Panzerung voll machen. Ihr müsst gucken, oben sind auch welche, ja? Ja. Okay, nice. 20 Minuten. Ja, chill, Digga. Hier ist die Tür. Oh mein Gott. Pass auf, da sind Leute im Treppenhaus. Mach da langsam. Alter, wie das aussieht hier, voll geil. Alter. Das ist mitten im Mount Chiliad, Bruder. Einfach das Innere von Mount Chiliad, das ist zu krank hier. Komm hoch. Okay, pass auf. Gegner sind hier überall. Überall. Da ist einer. Hinter uns, über uns, oh mein Gott, Digga. Ich seh dir grad gar nicht. Oh nein. Okay, wir müssen die Maschinen rechts drüben hier. Lass zusammenbleiben, alle zusammenbleiben. Mach Panzerung immer voll, immer Panzerung voll. Ich hab 5 Leute schon geholt hier. Oh. Digga, ich seh hier. Ah, da. Okay, weiter. Weil spawnen die hier unendlich? Nee. Glaub nicht. Okay. Let's go. Okay, hier, wir sind bei den Servern. Wir sind bei den Servern, ja. Ach du Heilige. Ich glaub, die spawnen hier unendlich, Leute. Ja, warte. Hack ich den jetzt hier. Wir geben dir Deckung. Oh, Leute, ihr habt mich komplett allein gelassen. Nicht sterben. Digga, was machst du? Oh mein Gott. Mach langsam. Oh, was muss ich jetzt machen? Die kommen unendlich, Alter. Wir müssen Philipp decken, Achtung. Drei auf der Seite hier. Ach du Scheiße, Mann. Warum kommt der Pisser hier immer wieder, Alter? Warte, ich muss hier nur Rätsel lösen, Digga. Ach du Scheiße. Deckt Philipp. Ja, ich hab hier eine Seite. Pass auf, Fabi, von da kommen die. Ja. Ich hab die Seite hier, ich hab rechts. Ich mach links, aber schaut mal auf Philipps Seite, schau mal, wie viele da drüben stehen, die müssen wir wegkriegen. Ja, Leute, ich beeil mich hier. Ich beeil mich. Alles gut, wir geben dir Deckung. Wenn wir es so halten, ist okay. Nur dieser eine Pisser, der kommt hier immer wieder, Alter. Da kommen immer wieder welche. Ja, das ist unendlich. Spawn dir. Aber so ist okay. Okay, ich bin gleich durch. Ja, gut. Boah, das ist so ein neues Minigame, Digga. Geil gemacht. Okay, ich hab konfiguriert neu. Sehr gut. Ach du Scheiße. Oh, jetzt kommen alle, jetzt hier richtig Action. Wir müssen da drüben noch hin, da sind noch weitere Server. Hinter dir, pass auf. Oh shit, Digga. Ich müsste mir wieder Panzerung ballern, aber ich habe hier gerade keine Zeit. Wer ist hier gerade? Philipp, du bist mit der goldenen Minigun, ne? Ja. Okay, gut, pass auf. Ja. Das ist richtig asozial hier. Ach du Scheiße, sind hier viele. Oh mein Gott. Mach langsam. Digga. Geh zurück, Philipp. Achtung, die kommen da links. Auch noch raus.
Oh mein Gott. Oh, hier sind so viele. Es sind zu viele, es sind zu viele. Was müssen wir denn machen? Oh mein Gott. Müssen wir hier raus? Ja, wir müssen zu den Servern wieder drüben hin. Okay. Oh mein Gott, Digga. Ich muss mir kurz Panzerung ballern. Ich baller mir kurz Panzerung, Leute. Ja. Gib mir Deckung. Ich hab selbst. Nein, Achtung, ich werd angeschossen, ich werd angeschossen. Achtung. Von hinten, die kommen von hinten, die kommen von hinten. Ja. Oh mein Gott. Einer mit. Also müssen wir nach oben hier? Ja, lass nach oben, lass nach oben. Lass mal nach oben. Lass nach oben. Nein! Oben und dann andere Seite. Hä, seid ihr doof? Egal, okay, okay. Nein, ich werd von hinten, von hinter mir! Warte mal. Da, 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 oh mein Gott. Digga, ich bin jetzt beim Server, ich bin beim Server ja, schon. Warte, dann müssen wir mitpushen, dann müssen wir mitpushen. Ja, ich bin hier, ich warte, ich sehe ein paar Panzer. Ja, ja. Okay, komm, kommt einfach her. Fuck, 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 ich brauche Hilfe. Nein, ich werd angeschossen, ich werd angeschossen. Ey, mach jetzt keine Scheiße, ja, ja. Jungs. Pass auf, von hinten. Okay, macht hier. Lauf weiter, mach Tür zu, mach Tür zu. Ach du Scheiße. Digga, wir sind hier in der Falle, ne? Bleib hier. Wer ist hier gerade bei mir? Ich. Snacks, genau, Snacks. Okay, warte, baller mir kurze Panzerung. Da sind richtig viele rechts. Ich bin bei Damage, Digga. Okay, gut, bleib ihr zusammen. Deckung und ich bleiben hier. Und Deckung und ich bleiben zusammen. Ja, die spawnen auch hier bei mir, Digga. Ihr müsst ach, zu mir kommen. Ach du Scheiße, Mann. Jungs, jemand muss zu ja. mir kommen, mich beschützen, dass ich hacken kann. Fabi ist bei dir. Ich muss immer einmal Panzerung nehmen. Komm, 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 wir pushen. Komm. Ey, wenn wir jetzt verlieren, hab ich keinen. Auf 12 Uhr. Ja, Alter, wir ja ich hab auch keinen, ist egal. Wir müssen das schaffen. Hier. Ja, okay. Gut, warte, hier ist nichts mehr, hier ist nichts mehr. Okay. Ich beschütze dich, mach. Ja, die kommen da links, die kommen da gepusht. Pass auf. Wir versuchen die wegzuhalten, aber es sind echt verdammt viele. Achtung, von vorne, Decking. Oh Gott. Okay, komm, Decky, wir müssen weiter, wir müssen ihnen helfen, wenn die hacken. Ach du Scheiße, komm. Da kommt einer, da kommt einer. Achtung, rechts, da von vorne. Okay, ich beeile mich, Jungs. Die sterben jetzt bitte. Ja, ja. Pass auf. Geht nochmal in Deckung. Und dann. Ich komm zu euch gepusht. Decking, komm mit, nicht alleine bleiben. Komm, bisschen mit, ich geb dir Deckung. Okay, okay, hab's gleich. Okay, weiter. Oh nein. Boah, ich kill hier richtig viele jetzt gerade. Warte, Max, komm! Schau den Typ nieder. Okay, weiter. Gib mir Deckung. Okay, okay. Ich bin durch. Sehr gut. Wir sind bei euch. Okay, Stellung halten, die kommen alle. Du musst schneller machen. Die kommen wieder alle, ja. Du musst wirklich jetzt mal ein bisschen zügig machen, Leute. Ein paar Headshots verteilen hier, Digga. Schnell. Richtig dicke Headshots verteilen. Okay. Wir müssen Zeit, ich mach kommen. Den nächsten. Ja, das ist glaube ich das letzte Level hier. Ach du, holy moly, Alter. Ich stehe ja so unter Beschuss, Alter. Oh, fuck, ich auch. Ich helfe. Nee, deckt Philipp, einfach nur, ich habe jetzt auch keine Panzerung mehr. Einfach nur Philipp decken. Da, Philipp hackt, er muss beschützt werden. Ich bleib einfach hier in Deckung unten. Egal. Wo seid ihr denn alle? Ich bin schon zweite Phase. Bin hier bei Philipp. Achso, bist du schon höher gegangen? Ja, warum machst du denn? Hä? Wir müssen doch dahin. Ja, ja, chill. Hä, Digga, ich kann das nicht kontrollieren, Digga. Wir müssen zu Philipp, wir müssen Philipp Deckung geben. Hä? Das ist zu krass, dieses Level. Ich schwöre auf alles, Leute. Was ist los? Warte mal. Ich kann das eigentlich nicht kontrollieren, Digga. Keine Ahnung. Was? Digga, ich kapier das nicht, Digga. Wow. Ach da, lol. Warte, ich hab ein bisschen Scheiße gebaut gerade, aber ich beeil mich. Bitte nichts Explosives werfen. Ja. Nicht, dass da irgendwie so ein. Nee, ja, scheiße, so ein Fail oder so passiert. Boah, ich kill so viele auf deiner Seite. Das ist richtig geil. Ich chill hier einfach und heb einfach nur immer meine Waffe so übers Geländer. Ja. So muss ich selbst nicht rausgehen. Okay, Jungs, so bleiben. Einfach nur Philipp decken in alle Richtungen.
Hab den? Ja, okay. Toll. 10 Minuten nur noch. Ja, schön, schön, schön. Oh scheiße, nur noch 10 Minuten. Ja, die Zeit läuft uns weg. Warte. Decking, geht's dir gut? Bist du in Sicherheit? Deswegen habe ich da die Annäherungsmine hingelegt. Digga. Woran hängt's? Warte, ich überleg grad, Digga. Was musst du denn da machen? Ich muss hier so eine scheiß Dinger zerstören, Digga. 9 Minuten 30. Ja. Ohne dich jetzt unter Druck setzen zu wollen, aber. Warte, warte, warte. Hä? Wie? Warte mal, ich muss gerade überlegen, wie ich den einmal. Also wir haben das Gute unter Kontrolle hier. Ja, das also wir halten ja, ihn auf jeden Fall gut. Ich machen soll. Erklär mal, was du da siehst. Nee, ich muss da keine Ahnung, ich muss so ein Ding ausschalten. Ich weiß nicht, wie ich den da. Du musst da die richtigen Dinger miteinander verbinden, oder? Naja, das ist nur so andere Scheiße hier, Digga. Keine Ahnung. Oh, warte mal, ich gehe einfach andersrum. Geht das so? Oh nein, Digga. Warte mal. Ja, manchmal drück ich den Headshot und die sterben nicht. Stimmt, diesen neuen goldenen Revolver gerade. Warum kann ich den denn nicht hier lang schießen, Digga? Wow. Ich muss den da zurückschießen. Boah, voll ins Gesicht, Alter. Hä? Ich bin ja, zu doof, das Reden. Fabi, übernimm du mal, Fabi. Schreiben da unten oder so. Unten. Ja, hier übernimm du mal, Digga. Fabi, geh du mal hin. Ich komm doch nicht zu dieser Uhr, Digga. Bei mir funktioniert das nicht. Dann nimmt den Dings da immer keine Ahnung, was der da macht, Digga. Wir haben nur noch 7 Minuten, das Problem. Du musst die Dinger da zusammen auseinander führen. Der dreht bei mir immer viel zu weit, diese scheiß Dinger. Sonst geht's. Scheiße, Leute. Aber egal, wir sind wenigstens schon mal hier, Leute. Ja, haben schon mal Checkpoint. Alles ist gut, alles ist gut. Das Teil ganz rechts muss oben. Die roten dürfen gar nicht kaputt gemacht werden. Seid ihr doof oder was? Die roten sind Firewalls, Alter. Wow. Hab ich jetzt noch Panzer? Ich glaube nicht. Dinger zerstören, Digga. Ja, ich versuch's gerade. Digga, der Typ steht auch immer wieder auf. Ja, alle Weißen. Okay. Der Kerl steht immer wieder auf, Alter. Ja, ja, ne? Unglaublich. So, guck ich mal hier, Inventar. Hab's geschafft? Ja! Erster Versuch. Digga! Ja, der Fabi ist ein Brain, Alter. Sehr gut, sehr gut. Ich hab's halt, keine Ahnung, ganz normal. Einfach nach der Reihenfolge. Oh, schaut mal, wie viel da jetzt spawnt, Leute. Oh, das wird jetzt wieder witzig. Ja, das lass mal jetzt rechts hier rüber pushen. 6 Minuten haben wir noch, 6 Minuten haben wir noch. Passt auf, jetzt kommen so gottverdammt viele. Ja, Digga, wir haben jetzt keine Zeit mehr, Digga. Ja, ich mach das erste Versuch gleich wieder. Ganz easy. Fabi, mach das. Oh, scheiße, ich muss eine Panzerung holen. Wow, Leute, ihr müsst mal ein bisschen mehr pushen, ja, Digga. Ja, ist ja. Ihr seid viel zu langsam. Ich will einfach nur nicht sterben, Mann. Ja, aber wir haben noch 6 Minuten. Okay, wir sind. Ja. Oh Gott, hier sind viele. Bleib zusammen, komm zu uns in die Ecke und dann gehen wir weiter. Pass auf, hier an der Seite. Ja, das spawnt immer. Spawnt überall aus den Türen, Digga. Ja.
Hier vor, 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 vor. Pass auf, pass auf. Kill du den hier. Hinter dir, hinter dir. Ich mach das ganz schnell. Ja, geh, geh, geh. Schütz mich. Ich bin hier gerade. Ja. Ich bin an der offenen Seite hier. Ja, ist egal, mach das schnell. Okay, ja, komm wieder in alle Richtungen decken. Dann schaffen wir das. Okay. Wow. Wow, der stirbt nicht, Digga. Krass. Okay, nice. Hast du's? Nein, noch nicht, warte gleich. Gleich fertig. Ist einfach. Dauert halt immer mit dem Drehen und mit dem Zerstören. Pass auf, pass auf, pass auf. So, und jetzt das letzte noch. Hab's. Sehr gut, sehr gut, Digga. Voll einfach, Alter. Ja, ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Schießen. Okay, Startprotokoll abgebrochen. Sehr gut. Raketen haben wir abgebrochen. Okay, wir müssen noch raus. Wir haben noch einige Kämpfe zu bestehen. Jetzt rauskämpfen hier, ne? Aber jetzt spawnen die Überzeugung nicht mehr. Sind das eigentlich irgendwie richtige Menschen oder sind das? Achso. Ich will jetzt nach oben. Der eine rennt weg, Digga. Wow. Lass mal nach oben, oder? Ja. Haben. Okay. Ey, pass auf, pass auf. Okay, weitere. Oh nee, Alter. Wieder Server. Ja, aber kommen jetzt nur immer noch Leute? Nee, ich glaube nicht. Orbitalkanone? Was? Boah. Wir müssen alle an die Orbitalkanonen. Boah. Jetzt gibt's hier Action. Oh, neuer VIP. The Black Hope. Herzlich willkommen in der VIP Army, Bruder. Das ist die Pflege von mir. Ah, Black Hope, yo. Ich mach A. Ich geh zu D. Wartet, wartet, wartet. Wo sind denn hier die Dinger, ey? Müssen wir alle gleichzeitig machen? So, dann geh ich zu B, ich geh zu B. Dann geh ich, wo wär's denn? C, C ist noch übrig. Also da fahren welche, sollen wir alle gleichzeitig schießen? Warte, ich muss hier erstmal, ich muss auch erstmal zu B kommen. Also ich verfolg D gerade, ich sehe das hier. Ach so, ey, ich bin schon so weit raus, wie es geht. Aber das ist ein bisschen scheiße. Okay, ich bin bei A. Ich hab B gefunden. Ich hab auch D. Ja, ich hab C noch nicht. Schießen? Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Machen wir gleichzeitig. Gleichzeitig. Das sind fahrende Cloud-Server, Alter. Krass. Ja, ich bin auf dem Weg zu C. Ja, müsstest du es gleich haben. Oh, meiner fährt gerade im Tunnel rein. Oh. Ja, verfolgt ihn. Kommt auf der anderen Seite wieder raus. Nee. Ja, warte, ich schieße ihn. Ich muss warten, bis er durchgefahren ist. Das ja, wie ist wo ist denn C? Also ich bin gerade wirklich auf dem Weg da. Aber Leute, bis jetzt First Try, also ich muss echt ein bisschen Nudelboxen ausgeben hier, die, ey. Die Nudeln sind da, Alter. 10 Euro Nudeln sind da. Ey, ich finde C nicht. Ich gehe die ganze Zeit in C, ist Richtung. Ja, ah, ich sehe C. Gut. Okay. Philipp, bist du bei dir auch? Ja, der fährt gerade aus dem Tunnel raus. Okay. 3. 2, 1, los. Go. Ah, nochmal. 3, 2, 1. Ja, bam. Ja. Weggenatzt. Okay, sehr gut. Was war das? Down. Cloud Server. Clipboard. Clipboard. Du bist halt wieder runter. Okay, jetzt müssen wir uns Clipboard schaffen. Die KI, Digga. Ja, jetzt müssen wir die KI kaputtballern, ey. Nee, da hier geht's nicht lang. Wir müssen runter. Lass einfach runter da. Jumpen, oder? Das, ja. Ah. Jumpt einfach runter. Wenn man nicht stirbt. Oh! Nee. Ich bin hier. Ich warte. Wer hätte so. Hast du das gerade. Bin ich mit deinem Kopf geflogen? Ey, warten auf Max. Okay. Warte, mach nochmal alles voll. Ja. Los! Oh mein Gott. Es geht los! Knallt ihr ab hier. Wir beenden die Scheiße hier für alle Male, Junge. Ja, Mann, jetzt Clifford wird jetzt abgeschalten.
Hunde werden eingefangen und Computer werden abgeschalten jetzt, Alter. Clifford der Hund. Aber wie fett das hier drin ist, Alter. Das hätte man echt geil gemacht. Schade, dass man so wenig genießen kann, Digga. Ja, ja, ne? Vielleicht kommt wieder ein freier Platz. Das Geräusch bedeutet nichts Gutes. Achtung! Nice, nice, hey, weggemacht. Kein Granatenwerfer, jetzt Ort, nicht Granatwerfer nehmen, Leute. Vor uns weitere. Okay, wir sind hier bei Clifford, glaube ich. Begib dich in das Silo. Ja. Oh mein Gott. Fast geschafft, Leute. Dass das immer noch immer ein Chili hat hier, ne? Ja, Mann. Das sieht mehr so Rakete hin. Sieht mehr so aus wie das U-Boot, Alter. Ist einfach krass, was Rockstar da geschafft hat, also gemacht hat. Boah, Alter, wie viel der schluckt. Ja, das ist voll scheiße, dass man sich hier die ganze Zeit blockiert in dem Scheißtunnel, Alter. Mhm. Oh mein Gott, hier ist die Rakete, Digga. Alter! Oh. Kommt hier, Jungs. Oh, oh, oh. Wat ein Prängel, Alter. Ey, ich dachte, das wäre unser Freund. Siehst doch. Jetzt haben wir nur Pistolen. Ah, alles klar. Wahrscheinlich haben wir nur Pistolen genommen. Okay, wir müssen uns den Wichser schnappen. Das ist die Stelle von meinem Thumbnail, Leute. Woo! Den Pimmelberger schnappen wir uns. Aus dem Mount Chiliad raus. Alter. Ja, Mann, aus dem Mount Chiliad raus jetzt. Das heißt, im Mount Chiliad war die ganze Zeit eine nukleare Sprengkörperbasis. Ja. Keine Ahnung. Boah, den Pimmelberger müssen wir schnappen. Nein, Digga, nein, nein. Boah, okay, Heli, auf, Heli. Puh, tschüss, Heli. Deutscher Black. Ach, okay, gut, gut. Verfolgt den Pimmelberger, Alter. Ich hab Angst, ich hatte auf einmal Blacks. Wo ist der? Oh, da sind ein paar Helis. Oh, ein paar ist gut, ja. Oha. Boah! Was ist los? Jetzt wird durchgedreht, Digga. Jetzt ist hier richtig Eskalationsmodus, Alter. Wer will jetzt noch Stress? Ich mach euch alle kaputt, ey. Wuhu! So, da unter mir ist er, unter mir. Er ist vor uns. Da ist er. Oh nein, Heli schießt auf mich. Jawohl. Ich hab ihn. Nice. Okay, wohin müssen wir? Sehr gut. Ey, wir müssen zu diesem Observatorium. Observatorium, Junge. Zum Observatorium. We did it, boys! Ja, Mann! Ja, boys. Endlich! Okay, Helikopter geht zum Boden. Nudelbox auf meinen Nacken! Leute, ich hab grad Angst, ich hab grad den Deckscreen und nichts mehr funktioniert. Ich hab eben gedacht, man geht der Arschschutz ab. Oh, Nudelbox ist am Start. Ah, lecker, Alter. Ey, kaum bietet man denen was zu essen und auf einmal können sie was, Alter. Los Santos wird an einem anderen Tag vernichtet, aber nicht heute. Ja, Mann, heute haben wir Los Santos gerettet, ey. Zu krass, Leute. Holy moly, jetzt bin ich gespannt, was noch bei Observatorium. Ja, jetzt könnt ihr alle mal ein Like da lassen, weil wir es jetzt geschafft haben, ey. Jetzt müsst ihr durchdrehen mit Likes, Leute. Jetzt müsst ihr richtig durchdrehen. Es war, ja, und natürlich abonnieren, Leute, um nichts mehr zu verpassen. Helft mir, die 1 Million zu knacken. Wir fliegen jetzt zum Observatorium. Vielleicht, aber jetzt merkt man, dass es irgendwie die ganzen Sachen, die so rausgefunden wurden, irgendwie doch was miteinander zu tun hatten, so, ne? So, Observatorium, ja. Mount Chiliad, Chatpack. Das war ja auch dieses Easter Egg auf dem Mount Chiliad, so. Na. Irgendwie ist so alles ein bisschen miteinander verbunden. Klar, auf jeden Fall. So ey, geil gemacht, Digga. Wie landet man eigentlich mit dem Ding auf Maus und Tastatur? Weiß das einer? Ich weiß nicht mal, wie man mit Controller damit landet, Alter. Okay, hier, Leute. Hier hinten irgendwo. Ja, wo sollen wir denn landen? Hier. Max springt so raus. Oh, das gerade so lange dauert. Hey, steig in den Truster? Ich muss auch wieder. Ja, ich glaube, wir müssen auf Decking warten. Fliegen. Ja, ich fliege mit Maus und Tastatur. Er ja, spielt mit Maus, fliegt mit Maus und Tastatur. Ja, Digga, mein Controller ist kaputt. La, 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 la. Scheiße, Digga. Nee, Alter, ich habe auch so den Leertaste gedrückt. Tut mir leid. Ich kann nicht mehr starten. Doch, jetzt.
Also ich werde mir für nächste Ey, schau, Philipp, wo müssen wir bleib mal hier stehen, bleib mal hier vor mir stehen. Hier. Bleib mal hier stehen. Es war schön, oh. es war eine schöne Zeit mit euch. Nein. Haha, hier geht's gar nicht runter, voll verarscht. Lass mal alle hier so hinstellen. Ein Bruch, Brüder! So. Wir haben Los Santos gerettet. Like, Kite. Also, lass mal zuhören kurz. Die künstliche Intelligenz, die Welt zerstören wollte. Wir haben uns gut geschlagen. Digga, das hat Applaus verdient. Nice, endlich. Oh. Erster Versuch, oder? Ja. Also seit meiner Ankündigung erster Versuch heißt Nudelbox auf meinen Nacken. Das ich schwör, Alter, ich hätte ihm direkt was zu essen anbieten sollen. Nudelbox an jeden Abonnenten. Boah, dann wäre man arm, Alter. Wären knapp 10 Millionen, Alter, wenn ich jeden Abonnenten eine Nudelbox kaufen wollen würde. Oh, joi. Mr. Quest. Wir haben es geschafft, Leute. Oh mein Max, Gott. Du bist mit dem Stream, ne? Ja. Du bist Platz 10 in den Trends. Oh, Alhamdulillah, dankeschön. Jetzt kommt so ein UFO aus dem Gebäude. Boah! Jetzt stürzt einem das öffnet sich das Dach so. Die Welt schuldet uns. Definitiv. Wir wollen Bargeld, Alter. Cash! Also ich hätte am liebsten Mount Chiliad jetzt. Was kriegen wir jetzt denn, wenn wir das durchgespielt haben? Was kriegen wir? Geschenke, Alter. Den geheimen Koffer. Keine Ahnung. Ich will jetzt mein Geschenk haben. Ich will wissen, was das Geschenk ist. Geld. Jetzt wird das U-Boot freigeschaltet. Boah, wenn wir jetzt U-Boot kaufen könnten, wäre so krass. And here I was, thinking I could indulge in a little light larceny, you know. I gotta go lie down someplace quiet and think about happy things. Ich stell dir vor, man kann jetzt zu diesem Ort fahren, die ganze Zeit. Man kann dann nochmal durchgehen. Das wäre krass. Weil alle einen Helm aushäusch. Ich dachte, es wäre echt, der keinen Helm anhat. Nee, ich glaube, ich bin das. Kann auch sein. Ja, ich bin das. Well, this has been horrifying. Really, really horrifying, but also pretty fun. So creepy, Alter, wie er redet und keiner von vier. Von uns vier, Alter. Jeder lässt schon zulabern. Spaß gemacht, Digga. Ja. Boah, schön. Einbruch, Brüder, Digga. Schön hier Check geben. Bam, bam, bam. Einbruch, Brüder, was ein episches Ende. Boah, das war krass. Akt 3. Und. Oh, Gott. Warum bin ich Bronze? Wollt ihr mich verarschen? Hä? Boah, der 1,5 Millionen. Warum Bronze? Wollt ihr mich verarschen? Oder? Du hast den dritten Akt Weltmeister. Irgendeine Trophäe haben wir gerade bekommen. Alter! Elite-Herausforderung. Nicht. Niemand, boah, niemand wird erledigt. Wir haben die Elite-Herausforderung bekommen. Weil in dem Durchgang wurde niemand erledigt. Elite-Herausforderung! Geil, Alter. Wir hätten das unter 30 Minuten schaffen müssen. Ja. Schade. 30. Ja, wir haben es unter 3 Stunden geschafft. Hätte ich da nicht so rumgefailt, glaube ich. Ja, hätten wir. Egal, Digga, es war ein episches Ende. Das zählt doch alle. Alter, Leute. Wow, Leute. Das also, war. Wow. Das war schon. Eine harte. Doomsday-DLC. Wir haben das Doomsday-DLC komplett durchgespielt. Von Dienstag bis Sonntag hatten wir irgendwas zu zeigen, ne? An manchen Tagen sogar mehrere Sachen. Geil, Mann. Geil. Richtig Bock gemacht. Ich denke mal, Philipp, da spreche ich jetzt für dich und auch für mich. Vielen Dank für die ganzen Leute, die da dabei waren die letzten Tage. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. War so geil, geile Zeit. Ich werde es wirklich vermissen, ey. Die letzten Tage waren die Streams so geil. Also, ich meine, die ganzen Sachen, ihr wart ja dabei. Wir haben Uwe hatten wir dabei. Wir haben uns voll laufen lassen. Es hat wirklich Spaß gemacht, also vielen, vielen Dank an alle, die war dabei geil, waren. Digga, und weißt, ja. Wenn irgendeiner aus diesen Streams ein Best-of schneidet. Oh. Also wer ein Best-of machen will von den Streams, Leute, ihr kriegt auch Promo dafür. Was haben wir denn an? Scheiße, Leute, war das ein epischer Tag. Dritte Akt Auszeichnung haben wir. Der Reihe nach. Alter, aber Walde. Ja, weil Philipp das doch eingestellt hat. Digga, Philipp, schau dir mal den goldenen Revolver an. Weil haben wir jetzt irgendwas bekommen? Ja, nur eine Trophäe, Mann. Im Prinzip. Aber wir können jetzt, oder? Können wir jetzt hier irgendwas Neues geil, kaufen? Leute. Kann man die Fahrzeuge jetzt preiswerter kaufen? Ja, das klar. Oder kann das nur Philipp jetzt? Nee, ich kann jeder. Nee, jeder.
Jeder, Leute, jeder, der dabei war. Das war der kranke. Das war crazy, ja. DLC-Stream. Eine also, Woche haben wir uns damit beschäftigt, wir haben es durchgezogen. Ja, danke an iCrimex, an die Jungs, die dabei waren. Ja, ebenso. Dankeschön fürs Mitspielen. Danke für euren Support, Leute. Lasst jetzt alle mal noch ein Like da. Abonniert also unsere Kanäle. Man musste Anführer sein, um die Fahrzeuge dann so zu kaufen. Okay, aber ich habe nur gesehen, dass in meinem Bunker sind auch die Sachen, obwohl wir es über Philipp gehostet haben, was ich eigentlich ganz gut finde. Und dann wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen Sonntagabend, Leute. Passt auf euch auf, einen guten Start in die neue Woche. Danke für die ganzen Donations und passt auf euch auf, Leute. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer... Ach nein, ich grüße noch 10 Leute. So, aber... Ne, ihr wisst Bescheid. So, ich mute mich mal, ne, ich hab's jetzt fast vergessen. Ich grüße natürlich heute noch 10 Leute, weil, ihr wisst, ich grüße immer so viele Leute, wie wir Spitzenzuschauer waren. Wir waren ja wieder 10.000 Zuschauer, deswegen grüße ich jetzt noch 10 Leute. So, manche wissen schon, was kommt, da lese ich nämlich schon ein paar Namen hier. Deswegen geht direkt mal ein Gruß raus an den Simon, weil den habe ich ja gerade schon gesehen. Gruß geht raus an dich. Dann geht ein Gruß raus an den Alex, die Nummer 2. Der dritte ist der Lennart. Gruß geht raus an dich. Dann sehen wir, wen haben wir denn hier noch, dann haben wir noch den Hennes. Gruß geht raus an dich. Und dann haben wir noch den Ali. Gruß geht raus. Nummer 5. Dann sehe ich da noch den Ivan. Der hat dem seinen Namen habe ich gerade ein paar Mal gesehen. Gruß geht raus an dich. So, komm, 4 haben wir noch. Dann geht noch ein Gruß raus an den David, den Tristan. Den hatten wir ja schon die letzten Tage. Das weiß ich sogar noch. Simon, chill mal, dich habe ich doch gerade gegrüßt. Danke, dass ich gerade umgebracht wurde. Dann geht noch ein Gruß an den Hendrik. So, Gruß geht raus. Den Mert, Gruß geht raus an dich. So, jetzt noch 3. Leute, jetzt kommen die letzten 3. Wer will jetzt noch grüßen werden? Der Tyler sehe ich da noch. Den Namen hatten wir noch gar nicht. Gruß geht raus. Und den Ryan, Gruß geht raus an dich. An die Sophia, ne, ihr wisst ja, Frauenquote wird immer hochgehalten, ne, muss auch immer vorkommen hier. Und dann, so, wer wird jetzt der Letzte sein? Der Kapitän, wie die Nummer 10, Leute, für den heutigen Stream, wird jetzt noch der, die, das. Der Erik Richter ist der Letzte für heute. So, meine Freunde, dann wie gesagt, haut rein, Leute. Ich habe ja schon Verabschiedung im Prinzip gemacht. Guten Start in die neue Woche. Passt auf euch auf. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Cramix. Und checkt mal noch mein Merch aus, Leute. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, ihr wisst, ich trage den Shit immer, Leute. Beste Qualität, geiles Motiv, auschecken. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Cramix.